Und hallo und guten Morgen zusammen. Willkommen hier auf Adobe Live, unser April-Adobe Live. Und ja, für die nächsten 3 Tage sind wir hier und erzählen über Kreativität, Illustration, Fotografie auch. Wir haben ganz tolle Gäste, das könnt ihr hier auf adobelive.com im Programm sehen. Wir fangen natürlich an mit Nadine Colozzi. Hallo Nadine, wie geht's dir? Hallo, sehr Ja, gut. okay. Nadine hat ganz, ganz viele Geschichten uns zu erzählen. Sie ist natürlich eine von unseren Creative Residents und das Jahr ist fast vorüber. Ne? Fast, noch Ja, nicht fast ganz. noch nicht ganz vorüber. Also lernen wir die Nadine kennen. Ja, das stimmt, Ja, ja. das stimmt. Das war richtig. Am ersten Tag ist mein Deutsch immer ein wenig so, sagt man. Holprig? Ja, also Nein. in Frankreich sagt man, wenn man schlecht Französisch redet, sagt man, man spricht Französisch wie eine spanische Kuh. Ja, Okay, schön. hat man das auch Nein, ich glaube nicht. auf Deutsch wie, ich weiß nicht, rede Deutsch wie eine, ich weiß, italienische Kuh. Ja. Und dann geht es natürlich weiter um 12 Uhr mit Jamila Knopf, Illustration, und dann um 2 Uhr mit Lorena Lammer, also known as Amaretta. Und dann um 16 Uhr mit Christian Gerhardt und seiner wunderbaren Fotografie. Also, hallo zusammen, ich gucke schon im Chat hier, wer da alles ist. Der Chat ist ja schon ganz voll mit Sachen. Oh, Früh am Check Morgen, Rufus. Ah, Voldemort erstes sagt Check Geschenk. Rufus. Ja, das guckt, das Neuer hat die Hairstyle. Nadine gerade gemacht. Ja, das ist mein Ja, Sidejob, alle Haare sind hier auf dem Boden und haben wir. Wollten wir eigentlich live machen, aber dann passte ja, das irgendwie nicht. Ja, war ja. schnell fertig. Danke, Ging Nadine, ganz das hast du gut gemacht. Ja, gut. das. Passt. Also ich gehe mal schnell hier durch den Chat, wer da alles hier ist. Tatjana, hallo, Daniela, Wolfgang, Laura, Designbüro, Hallo. Düstercage, Evelyn, Voldemort, hallo Voldemort. Wir haben uns Wow. ja pers wir haben mit ich Promis. habe mich ja mit Voldemort getroffen. Im letzten Stream Ah, okay. ja, kam Voldemort vorbei und haben einen Drink und ein wenig geplaudert. Das war ganz cool. Danke, dass du Lustig. vorbeigekommen bist, Voldemort. Das finde ich immer ganz cool, wenn plötzlich die Chat-Community echt wird Ja, und man die klar. Leute wirklich kennt. Oh, Thomas Böttcher. Hallo, Thomas Böttcher. Thomas Böttcher ist zusammen mit uns in jedem Stream. Ja. Hallo, schön, dass du dabei bist, Ja. obwohl es so früh ist. Danke. Ja. Tim natürlich. Tim, unser super Moderator im Chat. Hallo, Tim. Danke, dass du hier immer mitmachst. Sehr, sehr wichtige Sachen. Der kennt alle Links, der weiß, wie alle Sachen Der rettet funktionieren. uns. Ja, der rettet uns. ja, Daniela, Biene, Stefan, Andreas, Ulrich, Olaf, Ulrike, Wow. Nikolas, Patrick, Julie, 84, Moin aus Lübeck, aus ganz Deutschland guckt ihr auch aus der Schweiz und Österreich, hoffe ich. Ja, ich war gerade in Ja, Wien. Schau zu, Wiener. ja, Wien. Da war da Beim Forward war Forward Festival, genau, Festival. mit Okay. Laura Zelenga. Das war auch schön. Ja, kommt alle Ah, und ran. Tim sagt Grüße aus dem Keller, weil du musst. Oje. Der Tim ist in einem Keller und jedes Mal, wenn der Stream hier ist, mache ich mit meinem Handy, mache ich. Okay, Tims Keller, Licht an. Okay, Ja. so. Da geht das Oh-oh. Licht an und dann wacht der Tim auf und Kriegt seine geht in den. Essensration und los geht's. Genau. Und Joachim aus Bad Kissingen und Ecki ist auch hier. Wow, so viele Wow. von euch seid hier. Das ist ja super cool. Ja, danke, dass ihr alle zuschaut, obwohl es die allererste Session ist und Ja. auch allererstes Mal für mich. Das erste Mal für Nadine. Ja, Nadine war super nervös. Ich bin auch immer nervös Ich war eigentlich gar nicht am ersten nervös. Stream des Tages. Rufus Aber war ganz ja. nervös. Rufus, ganz nervös. Okay, Nein, also. nein, das geht Oh, schon. Chris aus dem sonnigen Wien. In Deutschland ist ganz Ja. sonnig heute. Ja, okay. Zum Hoffen wir, Glück. dass alles gut geht mit dem Stream. Weißt du, wenn Nebel ist oder es regnet und so, dann Ist plötzlich es geht alles schwieriger. kaputt. Ja, Ja. ja, ja. Okay, also wie gesagt, volles Programm. Das ist der erste Tag. Es geht über diese 3 Tage. Und mit Nadine werden wir ganz viel über ihre Illustration reden. Sie wird hier. Weißt du was? Du erklärst uns das. Ja, kann ich gerne Ja. machen. Genau. Ich bin ja hier als eine der Creative Residents im Bereich Illustration und wir haben ja heute das Illustrationspaket mit ganz vielen tollen Positionen, also über die nächsten 3 Tage bei Adobe Live. Und ich bin ein bisschen
experimenteller, vielleicht nicht klassisch im Editorial zu Hause, bringe aber auch in dem Bereich was mit und zeige euch so einen kleinen Weg von, wie ich arbeite, aber auch wie das letzte Residency-Jahr meine Arbeit verändert hat oder was für neue Perspektiven ich gerade erst begonnen habe. Ich finde auch schön, so einen Livestream zu nutzen, um nicht nur Skills zu zeigen, sondern auch praktisch ganz frühe Entwicklungen, wo man noch nicht vielleicht der Pro ist, Aber aber vielleicht für die, die das nicht, genau. vielleicht nicht wissen, was ist die Creative Ah Residency? ja, genau. Die Creative Residency ist eine Art Scholarship von Adobe. Da kann man sich mit einem Projekt bewerben, was man innerhalb von einem Jahr gerne übersetzen möchte. Und es gibt 7 Personen weltweit in den USA, UK, Deutschland und jetzt ganz neu auch Japan. Ganz Japan. frisch dabei. Ich freue mich total, weil ich bin ein bisschen Japan-Fan. Genau, und das Schöne ist, dass man praktisch in dieser Community dann rumreist, sein Projekt vorstellt, ganz eng mit den Entwicklerteams auch zusammenarbeiten kann. Das war auch für mein Projekt sehr wichtig. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und man kriegt einen Rundum-Support, also man bekommt praktisch ein Salary, ist finanziell abgesichert, um sich wirklich auf dieses Herzensprojekt zu fokussieren. Und ja, bei mir war das die Undrawn Drawing Tour, ein Zungenbrecher. Aber ich war daran interessiert, die experimentelle Seite von Illustrationen zu erforschen und da auch nach neuen Möglichkeiten zu suchen, wie man mit der Community zusammen Experiences eigentlich schaffen kann. Klingt sehr abstrakt, aber ich zeige euch das Okay, dann. Dann kann okay. man sich es vielleicht Ja, ein und wie bisschen besser gesagt, vorstellen. also Nadine hat vor einem Jahr angefangen, Genau. und die neuen Creative Residents wurden jetzt ausgewählt. Habe ich auch Ja, gehört. aber es ist noch ganz geheim, wer die sind. Also es gibt wieder zwei Residents in Deutschland, zwei in Japan, wie du gesagt hast. Ein Resident in den UK, im UK und Vier in den vier in USA, ja. Amerika. Genau. Ist eigentlich ganz schön, dass man auch wie so eine kleine Klasse hat von verschiedenen Bereichen. Also es ist dann nicht nur Illustration, sondern Fotografie, UX/UI-Design. Also die ganzen Sparten werden eigentlich abgedeckt und man hat Einblicke auch als Resident zu seinen Kollegen in deren Werdegang, wie das sich entwickelt hat. Zum Beispiel bei der Fotografie. Also das ist Und wirklich ihr habt gut. alle ein Jahr, um an die Bewerbung für nächstes Jahr zu denken. Ja, total. Ihr könnt auch gerne den anderen Residents folgen oder auch unserer aktuellen Gruppe noch, weil man so ein bisschen miterlebt, wie man durch verschiedene Konferenzen rennt, Angst hat, sich challenged, super tolle Sachen macht, große neue Möglichkeiten bekommt und also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich gehe mal rüber auf deinen Ja, Bildschirm. genau. Jupp, Das da. bin Und wir ich. gehen da klein in die Ecke runter. Ja, Ja. genau. Ja, Nadine Jetzt Colozzi ein heiße ich. Hallo. Mini-Rufus. Genau, wir sind jetzt hier unten in der Ecke. Mein Name ist sehr kompliziert geschrieben, aber einfach Colozzi gesprochen. Ich habe einen Background auch in Fine Arts, also ich habe in Kunst und Design meinen Abschluss gemacht und das merkt man meinem, sag ich mal, groben Software-Usage und meiner Arbeit auch an. Genau, ich führe euch mal so ein bisschen durch mein letztes Jahr mit der Residency, aber auch, wo ich eigentlich herkomme. Und freue mich auch, wenn ihr Fragen habt, dass ihr die einfach im Chat stellt und wir da nochmal drauf eingehen können. Becky sagt, habe meine Bewerbung noch nicht fertig. Nein? Okay, du Ja. hast ein ganzes Jahr. Ich hatte 2 Tage, weil ich hatte das voll Ah ja, spät das, ganz mitbekommen. viele Genau. bekommen das zu spät. Oder last minute. Ja, last minute. Ja. Und dann probieren es doch und dann Es lohnt schaffen sie es sich. doch. Ja, es lohnt sich wirklich. Ich bin heilfroh. Oder es gibt auch Residents, die längere Zeit dran denken und wirklich ein cooles Projekt ausdenken Ja. und die dann auch reinkommen. Oder die sich zweimal bewerben, weil es vielleicht nicht gepasst hat von der Gesamtgruppe und dann im nächsten Jahr ist man dabei. Also. Die Laura Zalenga war Genau. ja, ist ja noch immer Noch Creative sind wir nicht Resident für raus. Fotografie hier in Deutschland und sie hatte sich auch vor 2 Jahren beworben, klappte nicht, hat sich wieder beworben mit einem anderen Projekt, dann Und ist jetzt ging's. dabei, ja. Und hat auch tolle Arbeiten gemacht. Genau, ich führe euch jetzt mal so ein bisschen da durch. Das erste wäre diese Illustration. Das ist eigentlich ein klassisches Editorial. Dazu zeige ich euch gleich nochmal was hands-on. Da könnte man meinen, ah, das ist Illustrator flächig gezeichnet, aber hier sieht man ein bisschen das Making-of. Also meiner Arbeit ist ganz wichtig, analoges und digitales Arbeiten zu kombinieren. Und genau, diese Illustration ist geschmolzen mit einer Hitzepresse. Ich kann euch auch nochmal das Original zeigen, wenn ihr Ja, wollt. Können wir geh mal vielleicht schnell auf die GoPro kurz rüber. switchen? Genau, also so sieht das aus. Das ist geschmolzenes Plastik tatsächlich. Aber nur als kleiner Preview, wir machen nochmal einen Hands-on später.
was nochmal. Genau, aber dann sieht man nochmal, ich komme vom Scherenschnitt eigentlich, also ich zeichne auch, aber Scherenschnitt war für mich ein Moment, um das Layern zum Beispiel im Photoshop analog auch in der Gestaltung zu haben, weil ich finde, man denkt ein Bild anders im Und Aufbau. siehst du, so sieht rot aus. Ah ja, oh, ist Ja. geschluckt. Ja, der Kopf ist geschluckt. Das, eigentlich hat dieser Vogel Ja. einen doppelten Kopf. Genau, also, Ja, okay, ja. es sind wirklich hunderte Bewerbungen kommen an Ja. für die Creative Residency. Ja. Genau, aber lasst euch nicht einschüchtern. Nein. Wenn ihr passt, dann passt es. Ob das Genau. 1000 drumherum gibt oder ein, ist eigentlich egal. Genau. Hier sind nochmal andere Beispiele von solchen geschmolzenen Illustrationen und Editorials. Das auf der linken Seite, oder ist es von euch? Ja, genau. Linke Seite war für Eison Design zum Thema Unpaid Internships. Ich mag das auch gerne, mehrere Narrationen in einem Bild zu erzählen. Also man hat oft so eine Art Hauptthema und dann eine Art kleine Szene, die sich noch im Bild abspielt. Diese Kombination mag ich eigentlich recht gerne. Ähnlich funktioniert auch das andere Bild. Das war für ein englisches Literaturmagazin für Kinder, Scoop Mag. Und da ging es um einen Traum, wo jemand die Testergebnisse träumt und deswegen den Test auf wundersame Weise besteht. Und genau, mein Stil ist sehr flach und grafisch, nicht sehr tief oder perspektivisch oder naturalistisch, aber das passt gut zu mir, bold und klar da aufzutreten. Und genau, so relativ wird auch die Live-Session später. Ja, genau. Und in der Residency war das die Experience und sich mit Leuten zu verbinden, eigentlich mein großes Goal, dass man nicht mehr im Kämmerchen arbeitet, sondern das eben rausbringt auch und sich Feedback einholt und das Unsichtbare sichtbar macht. Genau, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das nächste Projekt. Oder gibt es noch Fragen zu dem? Nee, ne? Nein, Okay. nein, Genau, da hatte ich die Möglichkeit bei Adobe Max in Los Angeles, das ist die große Adobe Messe im Oktober, war das letzten Jahres, den Messestand zu gestalten. Also ich arbeite auch mit Displays und übertrage eigentlich diesen Scherenschnitt vom Analogen über Illustrator, weil das alles in Illustrator gezeichnet, dann wieder in den Raum. gut. Und dieses Wechselspiel finde ich sehr interessant und ja, das macht mir total Spaß, daran zu forschen, weil man eben nicht genau weiß, wie sich alles übersetzt. Und gerade in diesen Fehlern oder Irritationen liegt manchmal eine große Qualität. Und aus dem hast du doch auch wie sagt man, so ein Walkthrough gemacht. Genau, ja. Kann man den sehen? Ja, ich kann da nochmal den Link in Chat schicken, vielleicht. Es gibt dazu praktisch einen VR-Scan, einen 360-Grad-Scan, dass man in dem Display nochmal laufen kann. Vielleicht hast du den Genau. Link, kannst du den schnell zeigen? Ich könnte kurz schauen. Ja, vielleicht können wir kurz raus und das. Ja, ich gehe schnell auf unser Hintergrund hier. Wenn da Sachen in deinen. Ja, ich schau mal. Ich glaube hier. Ich sag Bescheid, wenn es geklappt hat. Loading. Okay. Ja, wir sind dabei. Genau. Okay, ist da auch Whoop. der Link? Ja. Allein. Allein, Ja, okay. ich glaube, das ist jetzt internal, aber vielleicht könnt ihr das sehen. Ja. Genau, da arbeite ich mit Alessandro de Belgarde zusammen, der in Kyoto sitzt. Wir haben uns über Airbnb kennengelernt vor 6 Jahren. Manchmal weiß man nicht praktisch, was kommt. Und er kommt eigentlich vom Film und wir haben das jetzt als Projekt zusammen gemacht, dass man eben in dem Display nochmal laufen kann. Auch mit VR-Glasses funktioniert das. Das ist die Messe, also es ist riesig. Genau, und die Idee bei diesem Projekt war eben, dass die Besucher Teil des Artworks werden. Also man kann da drin laufen. Es gab sogar Socken, die dem zum Boden passen, dass man so ein bisschen Camouflage da reinblenden kann. Genau. Und das Ganze eben auch im Digitalen zu haben. Jetzt gehe ich noch mal in die Präsentation. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja, genau. Ist das zufällig auf der Behance-Seite, die du gemacht hast? Nein, Von leider noch Creative nicht. Residency? Ich muss mein Behance richtig Okay. stark updaten. Ich bin ein bisschen hinten dran. Aber mache ich vielleicht direkt nach dem Livestream als Hausaufgabe. Genau, hier sieht man ganz gut, dass wir auch so, also ich hatte so Props gemacht, dass man nicht nur in der Illustration laufen kann, sondern auch Teil dessen wird. Also man hat so illustrative Body Extensions wie riesige Arme oder Styro-Wigs, also so Styro-Haare. Und dann haben die Leute das total gut angenommen und da gern mitgespielt. Also genau. Und Installation und Augmented Reality sind für mich so zwei Schwerpunkte, die nicht direkt bei der Illustration eigentlich verortet sind, aber die ich übers Residency ja eigentlich so ausbauen wollte. Genau. Ja, zu Augmented Reality kann ich vielleicht nochmal erklären, wenn das nicht
Nicht jeder weiß, das beschreibt eigentlich eine erweiterte Realität. Bei VR schirmt man sich ja praktisch VR in eine virtuelle Realität ab und ist eigentlich isoliert in der neuen 360-Grad-Sphäre. Und bei AR hat man das zum Beispiel auf dem Handy, der Facefilter, zum Beispiel bei Instagram wäre ein Klassiker. So funktioniert das, dass das praktisch über das Jetzt in Echtzeit drüber gemappt wird und dann praktisch Teil von dem Hier und Jetzt ist und auch teilbarer ist. Also ich finde, es hat eine schöne soziale Komponente. Ich sehe schon, Das das Grün Rot, kriselt. Ja, ja, das ja. ist das Grün. Ja, jetzt geht's Ah wieder. ja, Jetzt okay. geht's wieder ganz gut. Genau. Ja, und mit Augmented Reality habe ich auch mit Project Arrow viel gearbeitet. Das ist ein praktisch noch nicht veröffentlichtes Beta-Programm aus der Creative Cloud Suite, wo es darum geht, Augmented Reality für Nicht-Programmierer zugänglich zu machen. Und bei dem Display gab es eben die Möglichkeit, genau die Shapes, die es im Display gibt, nochmal digital hinzuzufügen. Also der Besucher konnte Teil der Installation werden, aber auch eigene Shapes bauen und die dann besuchen. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob das euch ein bisschen Ja, schmackhaft Jürgen, macht. das ist wieder das illegale Rot, Ja, ja. ich hatte eigentlich ein rotes Oberteil Nein, das ist mitgebracht. eigentlich eine Sache, die in diesen Karten drinnen ist und das ist eine, um zu zeigen, den TV-Profis, Ja. das sind wir ja nicht, Ja, ups. Habt ihr nicht dass gemerkt. es ein Problem gibt mit einer gewissen Farbe auf dem Ja. Bildschirm und dass es dann nicht durch den Fernseher gehen Ja, kann, ja. okay. Also wenn es kriselt, das ist nicht die Matrix. Alles ist in Ja. Ordnung. Genau. Ja, ich habe euch noch ein anderes Projekt mitgebracht. Das war für mich auch ein Und Stefan bisschen. sagt, Ach so. schöner Stand, tolle Idee. Dankeschön. Ja, das war auch so. Ich habe noch nie einen Messestand gemacht. Das war ein bisschen. Na gut, ich habe das nie gemacht. Das ist ein bisschen scary. Aber das sind auch die Momente, wo man eigentlich am meisten wächst, vielleicht. Also auch heute hatte ich ein bisschen Angst. Aber es wird schon gut werden. Genau. Und hier habe ich noch ein Projekt mitgebracht. Das war Und Stefan sagt, oh, eigentlich. da sind wir ja gleich bei den Daten. Wann kommt Project Aero? Oh, Aero, nicht Arrow. Aero. Aero, Sorry. also wie die Luft. Aero. 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 Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil öfters die Deadline schon, was heißt die Release? Der Release-Date wurde schon zweimal verschoben und deswegen kann man es noch nicht genau sagen. Es sollte eigentlich schon da sein, hatte ich mal gehört, aber Also die Nadine ja. arbeitet damit. Genau, und auch Dürfen es leider nicht zeigen, aber was wir machen werden, wir werden ein bisschen drumherum zeigen. drumrum zeigen, ja, Genau, also ich genau. kann euch nicht zeigen, wie die Handhabung ist, aber wir können uns das Ergebnis anschauen mit Arrow Live später. Genau. Aber das kommt alles. Also es ist unterwegs, was lange, wie sagt man, was lange währt, wird endlich gut. Genau. Ja, genau. Hier hätte ich nochmal so einen Schwerpunkt für mich von der Residency mitgebracht. Das ist auch ein Display bei 1520 in Hollywood. Habe ich ein zweites Display gebaut, was ein bisschen größer war. Der Boden ist zum Beispiel hier auch mit Scherenschnitt von Hand geschnitten. Also praktisch nochmal dieses, wo ich herkomme, mitgenommen und dann der Rest alles in Illustrator gestaltet und die Shapes auch dann mit dem heißen Draht CNC geschnitten, glaube ich, genau. Und auch hier konnte man engagen mit dem Projekt und sich da drin aufhalten. Und da Genau. unten das Ad Nadine Colozzi, das ist dein Ups. Instagram? Ja, genau, das ist mein Handle. Ich bin Okay. ja noch ganz klein bei Instagram. Folgt mir gerne. Es gibt einige Überraschungen und immer neue Projekte und ja, ich freue mich, wenn ihr da Lust drauf habt. Genau. Eine zweite Komponente war da ein anderes Augmented Reality Projekt. Das ist nicht Aero, sondern ein eigener Bau. Dazu sage ich aber später auch noch mal was. Wie ihr schon seht, das ist ein großes Thema in meiner Arbeit und auch im Projekt, weil ich gedacht habe, bei der Bewerbung für die Residency, ich möchte was machen, von dem ich keine Ahnung habe, was ich aber super interessant finde. Und jetzt habe ich mich da schon so ein bisschen reingearbeitet mit dem Support von Alessandro, aber auch dem Entwicklerteam bei Adobe. Und das ist eben schön, dass man die Residency auch nutzen kann, um sich umzuorientieren. Also man muss nicht zeigen, was man sehr gut kann, sondern kann auch was Neues lernen. Genau. Ja, und ich habe ja Alessandro schon erwähnt. Wir haben eine eigene App gebaut, die image-based funktioniert. Das heißt, man kann seine Illustrationen zum Leben erwecken. Hier seht ihr das nochmal ganz schön in dem Video. Das ist praktisch im Illustrator gezeichnet und dann mit Unity und Vuforia ausgebaut, dass es dann
direkt funktioniert. Und für mich war das so ein Harry Potter Magic Moment, weil man diesen Moment hat, wo wirklich das Bild, was ich in der Hand habe, beginnt sich zu bewegen und abzuspielen. Genau. Hier sieht man das nochmal in 3D, ganz schön. Ja, und genau dazu kann ich vielleicht später noch was sagen, aber das war so eine Wandzeichnung in Japan, die habe ich wirklich mit Farbe auf diese Brickwall gezeichnet und jetzt hat es eben nochmal diesen neuen technischen Gimmick, dass es da zum Leben erweckt werden kann. Lars sagt nice, Patrick sehr cool. Ja, danke schön. Genau, da diese Projekte aber ein bisschen länger brauchen, können wir die nicht live hier schalten und Ja. Aero ist ja noch nicht Das ist ja ready. das ist so eine coole Sache auch, weil man redet ja viel von VR. Okay, das sind diese Glasses, ja. Glasses, die habe ich mir letzte Woche auch geholt, die Ja. von Facebook via Oculus Go. Das ist schon cool. Da wird man echt in eine total Andere andere Welt Welt, ja. reingezogen. Und was ich auch interessant finde, ist, auch meine Kinder haben mir gesagt, wow, das kann aber ziemlich gefährlich werden. Ja, gruselig werden. Weil, ja, wenn da Leute zu, ja, Zu sich sehr da, abtauchen. oder, ja, oder nicht stark genug sind, um sich da nicht zu verlieren drinnen. Ja. Also, ja, stundenlang drinnen sitzen. Und das mit Augmented Reality auf der anderen Seite ist cool, weil man eben in der Realität Im ist Hier und Jetzt, ja. und einfach Sachen sehen kann, Versteckt die sind, versteckt ja. sind. Ja. Es war auch ganz schön, wenn man, also wenn ich Augmented Reality gezeigt habe, haben dann die Leute immer überall gesucht. Ah, geht das auch? Geht das auch? Weil man sofort auf einmal alles hinterfragt. Also nichts mehr ist nur Illustration. Alles könnte ja programmiert sein. Und das ist eigentlich auch ganz schön, wenn man wieder entdeckt. Wir sind das so gewöhnt bei Instagram, dass man tolle Bilder sieht als Flut, aber gar nicht mehr suchen muss. Es strömt alles über einen drüber und das ist eigentlich ein schöner Der Moment. Lars fragt, welche Schnittstellen habt ihr nochmal benutzt für die AR-Visualisierung? Hab's nicht mitbekommen. Genau, das ist mit Unity und dann Vuforia. Vuforia ist der Viewer eigentlich. Also man braucht eine Beforia? Vuforia. Vuforia, Man okay. sieht es auch hier unten, das ist so Ah als ja, Branding-Watermark in den Aufnahmen. Das ist ein bisschen problematisch, ist vor allen Dingen die App in den App Store zu bekommen, dass zum Beispiel andere Leute sich das laden können. Das ist ein bisschen Politikum gerade mit Apple. Und Vuforia ist eigentlich Ah, ein weil Apple hat, Anbieter. hat sein Genau. eigenes AR-Kit. Und Ja. eigene Reglements, also ein bisschen, das war, ist auf jeden Fall die größte Hürde, würde ich sagen. Genau. Aber es ist auch noch ein sehr junges Projekt, also es ist jetzt ein paar Monate alt. Und Stefan fragt, war dann die Residency der Enabler zu sagen, jetzt steige ich in diesen Zweig ein, inklusive Scherenschnitt und allem? Nein, also ich habe Scherenschnitt und auch an Display schon vorher gearbeitet, aber ich war eben daran interessiert, Illustrationen nicht unbedingt für ein Magazin zu machen, sondern das wirklich als so eine Art Experience, wo ich körperlich eine Erfahrung habe oder auch mit Freunden teilen kann und dasselbe eben auch im Digitalen, zum Beispiel mit Augmented Reality. Also eigentlich diese Experience in Verbindung mit Menschen, die das praktisch gerade erleben, das war das, was ich mit der Residency neu lernen wollte. Und Augmented Reality ja, nochmal als speziellen Punkt davon. Genau, hier sieht man nochmal das Mural in Japan, wo genau die Stadtbeauftragten ganz süß gekommen sind. Ja, mit Project Aero habe ich auch die ersten Tests gemacht. Das war jetzt eine ganz frühe Beta-Version. So wie das jetzt aussieht, kann man es nicht mehr gestalten, weil sich das Programm ja dauernd entwickelt und neu konstituiert. Da habe ich praktisch so Lost Shapes überall, wo wir mit der Residency unterwegs waren, platziert. In meinem Hinterhof, in L.A., vom höchsten Gebäude runter, im Joshua Tree Park. Und es ist eigentlich ganz schön, weil man sehr spielerisch jetzt diese Anfänge von Augmented Reality mitkriegt. Das ist, finde ich, wie so ein Wild Wild West. Also Anfänge des Internets. Alle haben davon gehört, alle sind interessiert. Keiner weiß Bescheid. Wie funktioniert das? Wer ist der Spezialist? Was ist die App dafür? Alles ist offen. Und das ist eigentlich ein schöner Moment, weil es nicht geclaimed wurde auf irgendwen Spezielles. Das heißt, jetzt kann man da schön vergleichen und auch als Gestalter bei Stunde Null eigentlich dabei sein. Also schaut euch da gern mal um. Das ist, glaube ich,
ziemlich zukunftsrecht. Ja, mit VR sagt der Christian, es gibt ein Spiel namens VR Chat, ein bisschen wie ein zweites Leben. Dort habe ich sogar schon einen Livestream gesehen, wo jemand mit VR-Brille geschlafen hat. Ja, also da passiert ganz viel noch auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Und Christiane sagt, hallo zusammen, eine starke Arbeit, die gefällt. Cool. Dankeschön. Kann man da selbst was importieren? Was meinst du, Stefan? Wo? Eigene, ja genau, also bei Aero oder Aero ist die Idee schon, dass alle Daten in der Cloud kommunizieren mit anderen Programmen. Das heißt, das ist jetzt mit Photoshop eigentlich direkt in die Cloud gespeichert, in Ready Assets, und Aero greift direkt darauf zu und dann gibt man dem verschiedene Eigenschaften. Und also, die drei, sind das drei, ja, sind ein wenig 3D-Objekte? Das sind eigentlich flache Shapes, das sind eigentlich wirklich Illustrator. Ah, okay, okay. Eine Daten, die aber, also wie sagt man, Behaviors bekommen haben, ein Verhalten bekommen haben. Also, dass sie Schattenwurf haben, dass sie eine leichte Fülligkeit haben. Also, wenn man von der Seite sich die anschaut, dann sind die, dann sind die flach, also wenn man drum rumläuft mit Augmented Reality, aber sie haben ein Behavior bekommen. Ich habe hier nochmal eine andere Version. Oh, Moment, jetzt spielt es nur. Genau. Das, und Eki sagt, verrückte Welt. Ja, das ist sicher. Ja, genau. Aber verrückt, aber super interessant. Mhm. Und ja, und das kann in zwei verschiedene Direktionen gehen. Total. aber ja, super interessant, denke ich. Und Stefan, also quasi ein Logo, das, das ist dann die neue Mockup-Welt und Werbung an jeder Hauswand. Ja, das, zum Beispiel, da sieht man schon Sachen, zum Beispiel in so Sachen wie Google Street View und so. Mhm. Die probieren auch an solchen Sachen, wo man zum Beispiel mit dem Handy eben rumgucken kann, natürlich, wo die Straßen sind und so. Und auch Augmented Reality ist ja Augmented, erweiterte Realität. Und einfach mehr Informationen drinnen zu haben. Das wäre cool, wenn alle Werbungen weg wären und nur noch in der Augmented Reality wäre. Eigentlich schöner vielleicht, ja. Das war auch eigentlich so ein Grundgedanke bei den Displays, die ich vorher gebaut habe, die analogen. Das ist sehr aufwendig, logistisch, teuer. Man braucht einen Raum, und das war jetzt eigentlich auch für mich eine Möglichkeit zu sagen, hey, die sind digital, ich kann die auf meinem Handy mitnehmen, die sind in der Cloud, ich kann überall, wo ich reise, auf einmal eine Installation digital entstehen lassen und drin rumlaufen. Das ist halt auch so eine ökologische und dynamische Geschichte, weil es ganz andere Logistik mit sich bringt. Hier wäre nochmal ein anderes Beispiel, weil die Frage war, ob das flache Shapes sind. Diese sind jetzt in Photoshop ausgerechnet. Also die Extrusion hast du in Photoshop gemacht? Genau. Okay. Ja, und die haben jetzt eine Dicke. Trotzdem bin ich da so grafisch flach geblieben, weil ich gerne wollte, dass es noch an den Scherenschnitt erinnert. Und aber Christian meint, ich kann mir das sehr gut für Architekten vorstellen. Ja, auch? Ja, total, total. Ja. Also da passiert viel. Es gibt auch eine, glaube ich, große Zukunftsbranche, das wären Displays für Filme. Also wenn man ein ganzes Set mit Augmented Reality baut und dann praktisch mit dem Handy dadurch filmt, weil ich brauche ja kein Set mehr. Ich habe das ja schon auf meinem Screen. Das ist ja hier schon vorhanden. Also es wird auch für Richtung Animation, Filmmaking, ist das eine tolle neue Sparte, die es so noch nicht... Oder Messen, ja. Genau, Messen auch. Für Kundenpräsentationen auch großartig, ja, Stefan? Ja, genau. Also es sind ganz viele Ausblicke jetzt von so Tests, die ich gemacht habe, wo man ein bisschen merkt, es ist Illustration, aber es ist irgendwie nicht das Typische. Deswegen dachte ich, ich zeige das nochmal hier, um nochmal so eine Awareness zu schaffen, dass man gerade mit so einem Forschungsjahr nochmal richtig tief in neue Richtungen gucken kann. Also, und Eki, man könnte dann jeder eine Hauswand, Straße und so weiter bemalen? Bemalen? Ja, muss man die Leute fragen. Das weiß ich. Nein, also mit der Augmented Reality. Ach so, ja, in Augmented natürlich. Reality auf alle Fälle, ja. Ja, also das ist frei. Es ist noch ein bisschen die Frage, ob es später virtuelle Territorien gibt. Also ob man praktisch als Marke zum Beispiel einen Space kaufen kann, wenn man sagt, ich will aber jetzt das Adobe-Logo riesig mitten, also vielleicht gibt es dann auch so Urheberrechte oder nicht Urheber, wie sagt man, territoriale Rechte für digitalen Space. Könnte sein. Samuel sagt, sehr toll, danke, dass ihr diesen Livestream macht. Wow. Samuel, danke dir, dass du zuguckst. Dankeschön. Sweet. Schaut mal hier rein. Oculus Story. Okay, ich schau mal rein und du machst weiter. Ja, ich bin auch gleich durch. Also eins der letzten Projekte, das ich gemacht habe, vielleicht habt ihr es alle gesehen, ist diese Kampagne für Adobe und die Special Creative
Cloud Subscription. Das war eine meiner ersten Animationen, wo ich auch mit einem Freund, der länger animiert, zusammengearbeitet habe und nochmal ein neues Feld angepeilt habe. Das habt ihr vielleicht alle gesehen. Das war ja gut gesponsert, wird gut verbreitet. Und das ist nochmal ein Beispiel, wie man als Resident jetzt nochmal so eine, eigentlich in-house, aber einen richtigen Auftrag nochmal gemacht hat. Und ja, ich finde, es wrappt ganz gut mein Residency-Jahr zusammen. Soweit. Genau. Ja, also Oculus Story ist ja ist eine ein Teil der Firma, die VR und VR VR Storytelling, ja. Ja, okay, super. Genau, ja, jetzt habt ihr so einen kleinen Überblick bekommen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, kann ich gerne noch euch ein bisschen was zur Residency erzählen. Ansonsten könnten wir auch mit Scherenschnitt weitermachen. Was meint ihr dazu? Ja. Ja? Ja. Und hey, ich sag schnell den Leuten hier auch in YouTube schnell Hallo. Sergio, Markus, Masbon, Ich. Septantuno. Und ja, und bitte, wenn ihr, also ich gucke auch manchmal hier in den YouTube-Chat rein, aber den Chat, den ich auf alle Fälle immer angucke, ist der Chat auf adobelive.com. VVV, WWW, nein, wie? V, nein, www. VVV. www.adobelive.com. Genau, und wir machen jetzt hier ein bisschen Platz. Und warte, da sind noch, Fragen? okay, sehr, okay, ja. Na, ob das dann so toll ist, das Geschmierte von einigen beispielsweise vielen zu sehen. Nein, also da ist schon irgendein Trigger für diese AR-Experiences. Und das ist ja, dann ist wie, also Ecki, sagen wir mal, du bemalst die Straße, okay? Dann müsste ich schon wissen, dass ich Eckis Sachen sehen möchte in der Straße. Nicht Ja. unbedingt, die sind nicht da für alle. Also es ist schon wie Noch ein, nicht, noch nicht, ja. ja. Also nein, so ist es nicht, dass jeder irgendwie die Straßen beschmieren kann und alle das dann sehen. Ja. Okay, nein. Nein, Es so muss ist schon es ein nicht. Trigger geben und ein Trigger kann auch so ein kleines Bild Logo sein oder sein, ein Bild genau. oder eine Sache, ja. Genau. Also mit, man muss dazu sagen, bei Project Arrow braucht man keinen Trigger. Das ist das Tolle daran. Deswegen ist es auch so ein bisschen schwieriger zu programmieren. Aber da ist es dann trotzdem personalisiert auf meinem Device. Also wie wenn ich einen Face-Filter benutze, kriegen den ja nicht alle Leute, sondern das wird gerade auf meinem Device, auf meinem Gesicht abgespielt. Genau. Also da müsst ihr keine Angst Und haben. Samuel fragt dich, was ist dein Lieblingsbonus bei der Creative Residency? Die Menschen auf jeden Fall. Also Die? die Menschen, die ich kennengelernt habe. Ah, die Menschen. Okay, ich Ja. dachte, dein Menschen. Was, Nein. was, was Nein, wirklich? die Menschen. Der Menschen auch, das habe ich auch Ja, gelernt ein bisschen. Nee, weil man sonst immer so ein bisschen für sich arbeitet und immer probiert, ja, wie kommuniziere ich meine Arbeit, wie ist mein Profil? Also man ist irgendwie sehr auf so einem Mono-Channel unterwegs. Und gerade Und? mit der Residency habe ich viel mit Teams Und? gearbeitet. Creative Cloud fürs Und Leben. ja, Creative Cloud for Life. Ich habe So einen leid. goldenen Das. Code bekommen. Den kriegt man so tätowiert auf auf den Rücken. Nein, nein. Aber doch, ja, also man kriegt lebenslange Creative Cloud auch. Das stimmt. Aber ich finde, die Menschen, die man kennengelernt hat und die Möglichkeiten für Kollaborationen sind vielleicht mindestens Und genauso viel wert. Ja. ja, Samuel, das war für dich. Hallo Christine, willkommen. Heidrun, super cool. Und einen guten Morgen, Heidrun, dir auch. Und warte, da sagt der Joachim noch, Goro Fujita ist einer der Hauptanimatoren, kommt aus Heidelberg. Goro Fujita. Ja, und ja, den habe ich vor ein paar Wochen, den Goro habe ich auf IA Masterclass in Paris Ah. interviewt. Ja, das könnt ihr auf dem französischen Adobe YouTube-Kanal gucken. Da habe ich den Goro interviewt. Das ist echt unglaublich. Und ja, und ich denke auch Pixar und solche Leute, die werden bestimmt für in diesen Richtungen auch arbeiten. Vielleicht könnten wir Warte, kurz ich gehe auf ganz schnell den. durch den Chat, da kommen so viele Fragen. Ja, Gleich mal eine ist okay. Assoziation gründen und digitale Territorien claimen, ja. Und für teuer Geld verkaufen die Global Association for Controlled AR Space. Wer will investieren? Is Ja, coming. ja, ja. Ja, da passiert ganz Ja. viel. Ich wollte nur vorschlagen, ob wir kurz auf die GoPro schalten, weil dann kann man nebenbei auch Ja,
Das schneiden sie und wir können trotzdem alle Fragen weiter beantworten. Das ist vielleicht ein bisschen interessanter als das So, Hintergrundbild. okay, ja. Genau, also ich schneide jetzt hier ein bisschen, ihr seht das. Ja, Genau. lieber Art Director hier. Das Warte mal, ist das ist jetzt ein bisschen falsch rum. Ich muss jetzt andersrum denken, dass ihr das seht. Das sind so zwei Vasen. Ups. Ja, okay. Ja, also stellt gern weiter eure Fragen. Das ist nur vielleicht ein bisschen interessanter als das Hintergrundbild, euch das anzugucken. Gibt es noch Fragen aus dem Chat oder? Ja, Ja? Okay, du machst super. weiter. Ja, ich bin dabei. Okay, Samuel, die Frage haben wir. Okay. Oh, Kathi Schilagi ist hier. Hey! Go, Sorry. Nadine, freue mich auf die Scherenschnitte. Ja, ich bin Kathi, dabei. wie geht's dir? Kathi war ja auch Gast bei uns. Und ist eine gute Freundin von mir auch. Ja, sweet. Cool. Wolf Dietrich sagt faszinierend. Man das schon? Ja. Okay, cool. Ist Chan eigentlich schon wach? Voldemort, ich weiß. Das kam da schnell vorbei. Vielleicht kommt er noch mal vorbei Er hat kurz. gesagt, ich muss arbeiten. Aber das, weiß nicht, was das Ich glaube, bedeutet. das Ich glaube, der bedeutet einen ist. Kaffee. Oder zwei. Vielleicht. Genau. Vielleicht hier noch mal zur Technik. Ich benutze so alte Schulhefthüllen. Die kennt ihr bestimmt alle von Mathe, Deutsch und Englisch. Die haben auch diese 90er-Jahre-Colors, die zu mir gut passen und die ich gerne mag. Und die werden dann einfach geschnitten und dann kann man das super zusammenlegen. Und die Schmelzung ist eigentlich nur, um den Moment einzufrieren, wenn ich finde, dass die Illustration fertig ist. Genau. Ja. Nur falls ihr das gefragt hättet. Man kann ja Cool. erstmal digitales VR-Tattoo machen, ja, zum Testen, wie es dann aussieht. Stimmt, ja. Ich habe sogar einen Freund, der hat ein AR-Tattoo. Das ist so ein kleiner Hund und der läuft mir Ja, den der Arm Joachim runter. fragt ja auch, was sind das denn für spezielle Folien? Eben, Genau. überhaupt nicht speziell. Nein, Schulhefthüllen. Schulhefthüllen. Weil die sind nicht, machen keine Gerüche beim Schmelzen und ich Und kann die. werden die noch benutzt von den Ja, Schülern? die werden noch Ja. benutzt und vor allen Dingen kann ich die überall kaufen. Also wenn ich irgendwo einen Workshop habe oder eingeladen bin, dann kann ich mir die Farben direkt kaufen. Das ist ganz gut. Ich mag auch die Idee, dass es sowas ist aus der Kindheit. Also für mich heißt es Schulzeit. Und das finde ich irgendwie schön. Das ist was sehr Also das hast du in der Alltägliches. Schule angefangen. Nee. Hast alle deine Hefte genommen und zack, 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 Nein, zack. das nicht, das nicht. Es war eigentlich nur, weil ich hatte Scherenschnitt mit Papier gemacht und ich bin ein sehr ungeduldiger Typ und das hat mich total genervt, wenn ich warten musste. Jedes einzelne noch mal kleben und dann ist es verrutscht und so mache ich eine Schmelzung. Das macht einmal zack. Dann ist es so schön glatt und passt zusammen. Und Kathi fragt dich, Genau. nimmst du auch manchmal den Cutter? Nie. Nie Cutter. Nie Cutter. Nee. Genau, wir sind eigentlich zwei verschiedene Scherenschnitttypen, Kathi und ich. Einmal mit dem Messer und mit der Schere. Ich bin auf jeden Fall mit der Schere dabei. Das ist für mich ein bisschen schneller einfach. Ich bin zu langsam mit dem Cutter und ich schneide mich dauernd selber. Ich bin sehr clumsy. Und Voldemort fragt, ja, hat sie den Kindern die Heftumschläge gekauft? Geklaut. Ja, sorry. Ja. Dafür kriegen sie die Illustration zurück. Genau. Ja, und ich finde auch generell, man kann Hightech und in der Forschung vorne sein und trendy sein, ohne die allerneuesten Technologien zu benutzen. Also hier ist sowas super Simples, was jeder kennt und es ist trotzdem in einem Format, was man vielleicht noch nicht gesehen hat. Und interessante Frage von Stefan. Ja. Friseure haben den Ringfinger als Führfinger beim Schnitt. Warum nimmst du den Mittelfinger? Ich nehme eigentlich hier den. Warte mal, welcher ist das? Sieht man das? Ist das, oh ja, das ist der Ringfinger. Married to the Job, I guess. Ja. Das ist mein Ehemann. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich so Intuition. Aber ich bin ja auch kein Friseur, deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen. Ja, Tim meint, wäre mal cool, einen Goro Fujita im Stream zu haben. Ja, das wäre cool. Ich habe ihn auch gefragt, aber ja, er hat gesagt, no, I'm too busy, man. I'm too busy. Keine Zeit. Vielleicht, wenn ihr alle Unterschriften sammelt und ganz, Ja, ganz also ich viel war ja Wirbel an macht. dieser Illustratoren-Konferenz in Paris. Das ist IAMAG. Und die machen Masterclasses. Und ja, und der Goro ist halt jedes Jahr in dieser Konferenz. Und deshalb haben wir das ganze Adobe Live Studio in Dorthin die Venue gebracht. rein hingebracht, ja, damit wir die auch Wow. alle interviewen können. Ja, super. Es wird eh auch spannend, jetzt mit den japanischen Residents. Also Japan ist für mich auch eine große Inspiration und das ist für mich auch jetzt nochmal so ein neues Level, wo ich richtig Spaß dran habe.
zuzugucken, was die machen werden. Genau, sieht man das ganz gut? Also das wäre jetzt so eine Illustration, das könnte für so ein... Ich drehe das mal ein bisschen. Ja, kannst du, du bist da. Geht das so? Ja. Ja. Sowas zum Beispiel. Also so arbeite ich auch skizzenhaft, dass ich so, einfach weil es dynamischer ist, Skizzen lege und dann im Illustrator vielleicht die Ideen aufgreife und damit nochmal anders arbeite. Das ist jetzt natürlich alles mobil, das heißt, wenn ich hier einmal durchgehe, ist es wieder weg. Aber das ist für mich eine gute Art oder Oh, schon Alternative weg? zu skizzieren. Kaputt? Ja, aber ich kann es ja sofort wieder Okay. machen. Zauber der Vergänglichkeit. Genau, also ich finde, es ist ganz schön, wenn man sich nicht so zu wichtig nimmt oder ein Artwork ist jetzt praktisch so important, dass sich da überhaupt nichts dran ändern kann, sondern wenn man einfach dynamisch damit umgeht und es eher als eine Art Tool sieht oder Base, um sich auszudrücken. Genau. So, nochmal Hat Jörg umgebaut. gesagt, krass, wie schnell und sicher du schneidest. Ja, ne? Piep. Ah, und Voldemort meint, ich nutze alte Overhead-Folien und um Schablonen zu schneiden. Auch so ein Back-to-School-Ding, ja. Ja, manchmal ist das Simpelste und das Nächste auch die beste Lösung. Also man braucht eigentlich nicht fancy Material, was super teuer ist aus dem Architekturbedarf und dann ist man zu ängstlich, um es wirklich zu benutzen, weil es war so teuer und man hat nur einen Versuch und das schränkt die Kreativität ein. Also je simpler die Mittel, desto mehr traut man sich und je mutiger, desto interessanter ist dann der Outcome, würde ich Und die sagen. Marine ist noch in Japan. Ja, wir sind gerade in einem Ryokan und gleich gibt es Wow. Abendessen, das aufs Zimmer gebracht wird. Oh, ich will auch Danach ins Ryokan. geht es ins Onsen. Oh, Ja. Onsen. Also alle, die keine Tattoos haben, geht in den Onsen, weil das ist wirklich eine tolle Erfahrung. Aber nur für tattoofreie Ja. Menschen. Also, genau. Alle Bebilderten sind jetzt leider hinten dran. Genau. Ja, also ihr seht, wenn ich zum Beispiel Aufträge reinbekomme, die sind bei mir immer sehr, sehr last minute, oft gestern oder bis morgen. Deswegen arbeite ich immer relativ schnell und eher auf einem dynamischen Output-Level, als jetzt ein Artwork ganz, ganz lange fein zu tunen oder zu feilen. Genau. Und weiß nicht, ich Und muss auch viel. Heidrun sagt, ich glaube, ich muss mal wieder basteln. Ja. Hab noch jede Menge Tonkarton. Genau, Klassik ist also. nicht meins. Ja. Ja, also ich finde, das Schöne ist halt eben, dass man damit eine andere Form von Bildgestaltung hat, weil ich das Bild ja anders denke, wenn ich von hinten nach vorne gestalten muss. Also der Hintergrund muss zuerst liegen, es hat eine Art Reihenfolge und ist vollflächig. Wenn ich eine Linie ziehe in der Zeichnung, dann baut man ja ein Bild ganz anders auf. Stefan, Genau, mein ich cooles zocke. Video vom Hotelzimmer gestern übrigens, Nadine. Hehe, gut, gell? Ja, dann bin ich nämlich richtig happy abends hingerannt und habe dann gemerkt, dass ich einen Residence-Call, also einen Call habe mit dem neuen Team und dem alten Team in San Francisco. Ja, ich sag ja nicht, wer das war, aber ich bin dann reingerannt, was, oh, und ab in den Call. Das ist auch Residency-Alltag, dass man eigentlich die ganze Zeit arbeitet, aber auch ein bisschen happy ist damit. Genau. Das ist Ja. so cool auf Adobe Live-Ebene. Ist nicht immer Photoshop oder Genau. Premiere, aber auch. Auch mal was anderes, genau. Ja, wollen wir ein Battle machen? Willst du auch eins schneiden? Nein, das kann ich Genau. nicht. Genau, Also aber nicht so schnell wie du. jetzt habt ihr so einen kleinen Einblick bekommen. So funktioniert das, so sieht das aus. Ich kann ja schon mal vorne wegnehmen. Ich hab einen Auftrag gerade von Everpress in London. Das ist eine Firma, die macht T-Shirt-Kollaborationen mit jungen Artists aus Berlin, aber auch aus der ganzen Welt. Und die haben mich eingeladen, ein T-Shirt für die Berlin Edition zu gestalten. Und das werde ich live machen mit euch, wahrscheinlich morgen. Also werden wir zusammen überlegen, welche Motive, welche Farben, machen so eine Art Creative Jam Session. Und das finale Shirt wird dann produziert tatsächlich und kann auch, ja, ersteigern, wie sagt man, Und ist erhältlich. das T-Shirt, das dauert noch eine Weile, bis es dann produziert Ja. ist. Natürlich ist es nicht sofort, aber das ein T-Shirt verlosen wir am Donnerstag. Genau. Machen wir das? Ja, machen Ja. wir. Und wir haben auch noch andere Specials. Soll ich die zeigen? Zeig mal. Genau. Wir werden es wahrscheinlich eh nochmal wiederholen. Also hier seht ihr nochmal die Illustration nochmal anders. Da sind die Haare. Genau. Also so kann man das immer schön variieren. Wir verlosen auch dieses Patch. Das ist praktisch die Übersetzung von der Illustration, die ich euch ganz am Anfang gezeigt hatte. Nochmal in ein anderes Format. Also es kommt vom Scherenschnitt, geht in Illustrator. Als klassisches Editorial eigentlich und kommt dann wieder raus als Patch. Und gerade dieses Back and Forth finde ich super interessant für meine Arbeit.
Genau, und das schimmert auch so ein bisschen. Das sind auch wie diese Bilder, Wandbilder aus den 90er Jahren für Kinder. Von Disney gab es das viel, so mit Aladdin oder die waren auch mit so einem Satin-Druck, dass es so ganz leicht dreidimensional anmutet. Genau, also das verlosen wir auf jeden Fall. Und ich habe auch noch. Ups, ist da ein Moment? Ist jetzt ein bisschen messy, wie bei mir zu Hause. Wir haben auch Augmented Reality Sticker. Genau. Ah, okay. Das kann ich vielleicht mal kurz vorführen. Mein Telefon sieht aus wie von Mad Max. Achtung, so, nicht erschrecken. Ist ein normales Und ich wollte mal iPhone. nur zeigen, wie die Poststation jetzt aussieht. Und natürlich sind alle Knöpfe, also alle Tasten gedrückt worden und Ja. plötzlich gesagt, Automatic Updates hier. Ja. Also ich bin sehr rough mit meiner Technik und meinem Also Material. ich verstehe, warum du keinen Rechner mieten willst, ja. Genau. Ja, aber ich finde, das ist ja das Schöne bei Adobe Live zu zeigen, wie verschiedene Leute arbeiten. Und so arbeite ich. Es ist nicht das Richtige oder das Falsche, sondern einfach meine Herangehensweise. Und ich denke, da hat jeder seine Spleens, wie er mit Dingen umgeht. So, wir laden kurz die App. Und dann probiere ich euch das mal auf der GoPro live zu zeigen. Oder wir können auch das schnell zeigen auf dem Bildschirm. Aber ich glaube, es ist ganz schön mit dem Hintergrund, dass Ah, man okay. sieht, wie Aber das sehr. funktioniert. Ah, okay. Vielleicht. Also so, es Ist zu viel spiegelt Licht. sehr. Weißt du was? Ich tue schnell. Ja, es spiegelt zu sehr. Wir müssen es, glaube ich, Warte, ich tue andersrum. mal schnell hier und Genau. zack. Und ich tu mir schnell deinen rausziehen hier. Lauft nicht weg, wir sind noch da. Wir stecken nur schnell Ja, um. nein, nein, da guck, die sehen uns da und die Okay, sehen uns da ganz super. im Stecken und so. Ja, ich räume mal hier mein Durcheinander auf ein bisschen. Ups. Ja, genau, so, siehst du, das sieht So. so aus. Ah ja, super. Genau, also hier seht ihr nochmal, das ist der Eigenbau, den ich mit Alessandro mache. Hier sieht man auch die Illustration ganz schön. Also das ist auf dem T-Shirt. Funktioniert schon mal ganz gut. Und jetzt klassisch radikal. Goodbye. Genau, also hier hatten wir den einen Sticker, den habe ich euch ja schon gezeigt. Jetzt probieren wir mal, ob der geht. Der ist manchmal ein bisschen sketchy und braucht gutes Licht. Ah ja, da hat er gerade gespielt. Moment. Man muss manchmal ein paar Mal versuchen wegen Licht und so. Eben hat er es kurz Was passiert, genommen. wenn du den hinlegst? Ich weiß nicht, da müsste ich mit dem Handy weg und hin. Ich glaube, es liegt eigentlich am Licht, weil das jetzt hier von hinten kommt mit unserer Studiobeleuchtung. Aber ja, vielleicht fange ich mal mit den anderen an. Die sind ein bisschen einfacher. Genau, da seht ihr es schon. Ne, das kommt so richtig wie so eine Bubble raus. Zwinkert, streckt die Zunge raus, ist im Illustrator gemalt und dann kommt es so zum Leben. Und es kann immer nur ein Bild antriggern, deswegen ist er manchmal irritiert, wenn er mehrere sieht. Genau. Die beiden kämpfen miteinander. Ja. Und was für eine App braucht man dafür, um das zu sehen? Die heißt wie ich, das ist praktisch meine Artist-App. Ah, Nadine okay. Colazzi kann man einfach im App Store eingeben und wenn ihr die Sticker gewinnt, zum Beispiel, könnt ihr das auch zu Hause machen. Und das Schöne ist, die kann man Steht überall. das drauf irgendwo? Ich habe einen QR-Code hier bei dem Ah, einen okay. dabei, da Ist kann das, man das. kann man, wirklich funktioniert der QR-Code so klein? Natürlich. Ach Wirklich? so, so. Mh, ja, müsstest du mal testen, den habe ich jetzt neu Teste ich gedruckt. gleich. Ja, hier seht ihr nochmal, auch mit Schrift geht das ganz gut. Ne? Das ist richtig wie so ein Globe, der sich nach oben wölbt. Und dieser hier ist eigentlich wie eine Falltür. Ne? Sieht man da oben das? Ihr seht schon, man muss ein bisschen rumtricksen und ein bisschen anvisieren, aber das Ergebnis lohnt Hab's sich dann fast schon. gesehen. Ja, ist vielleicht ein bisschen zu klein. Zu klein, ja. Genau, hier sieht man halt schön, ups, eine sehr große Tiefe, also die das Bild dann erzeugt. Ich probiere noch einmal diesen, aber ihr habt den ja schon im Video auch gesehen. Ah, der hat hier so einen Kratzer, vielleicht liegt Stefan es fragt, wird das daran. mit Farben getriggert? Nein, eigentlich mit der Mit Form, der oder? Form, Mit der ja. Form, ja. Aber man kann auch sagen, wie komplex der Trigger ist. Also je allgemeiner, desto besser sieht er den, aber desto eher nimmt er vielleicht auch ein falsches Bild. Ja, ich glaube, der hat jetzt hier einen Kratzer auf dem Bauch und vielleicht geht es deswegen nicht mehr. Seht ihr das? Ja, Nein, vielleicht. ich habe es ja fast gesehen Ich nehme vorher. mal. Ich probiere es noch einmal mit einem anderen, weil wir haben ja ein paar hier. Und wenn es mit dem nicht geht, dann machen wir einfach weiter mit dem Scherenschnitt. Ah ja, da ist er. Bisschen schüchtern. Genau. Oh, jetzt ist er wieder weg. Mist. Naja, ihr habt es gesehen, es ist so eine Art 3D-Skulptur. Also der kommt dann richtig raus und hat so eine kleine eigene Bühne, was ganz süß ist. Und Karin Und sagt, wow, wie cool. Wie ja. heißt die App? Die App, einfach Heißt ihr wie ich, Name. Ja. Nadine Colozzi. Genau, ihr seht es auch im Stream, wenn ihr da nochmal guckt. Mein Name ist ein bisschen kompliziert geschrieben.
Und dann kann man einmal die Targets downloaden und das praktisch direkt sehen. Und ansonsten braucht ihr das einfach als Sticker zum Triggern, aber es gibt beides in der App. Und Joachim fragt, mit welchem Programm hast du die Elemente dann gebaut und animiert? In Genau, diesem Fall? ja, in diesem Fall ist es verschieden. Also der hier ist ja 3D gebaut, das ist dann mit Cinema 4D gemacht. Und bei denen ist es eigentlich Illustrator mit verschiedenen Tiefen und das ist mit Unity gemacht, genau. So, ja, auf jeden Fall, ihr habt einen Eindruck bekommen. Können wir noch mal kurz umstöpseln? Also bei einem Kratzer kann es schon nicht mehr funktionieren. Ist das so anfällig? Nein, ich denke, das, nein, ich Es denke, hat wenn ein. du, kann ich mal probieren mit Oh, dem jetzt habe ich es Kratzer? gerade Nein, nein, umgesteckt. nein, nein. Warte, ich stecke es Okay. wieder um. Ah, ja, da muss man warnen, weil sonst Oh, ist Entschuldigung. ein schwarzer Hintergrund. Warte. Wir sind nicht in der Nacht, es ist alles Nein. noch vorhanden. Lass mal sehen. Ne, es hat ja auch vorhin funktioniert. Also der ist Ja. einfach ein bisschen anfälliger, weil der fragiler gebaut ist. Möchtest du es auch probieren? Also das Kabel ist ein bisschen kurz, geht's? Also du musst immer raus und nochmal rein, wenn das neue abspielen soll. Ja, aber der ist ein bisschen mehr anfällig als die Kreise. Okay. Ja, weil hier hat man eben als Trigger den Ring und der ist halt visuell sehr stark, eindeutig lesbar. Und hier sind es diese Dreiecke und der rote Kreis. Und die sind manchmal ein Ah, der bisschen rote Kreis da dunkel. oben. Genau, und die Ah, okay. schwarzen Dreiecke, die ihr verteilt seht. Und das ist manchmal ein bisschen dunkel. Genau, also der ist auf jeden Fall anfälliger. War auch der erste. Die runden Sticker kamen als zweites. Also man lernt da auch selber dazu. Ich stecke jetzt nochmal um. Ja. Okay. Ich glaube, die GoPro. Okay, Ja, cool. okay. Kathi So. sagt, so cool. Okay, definiert man den Trigger pro Bild? Ups. Ja. Eigentlich ist es eine 360-Grad-Animation und dann setzt man die praktisch auf die Points drauf, also auf die Ecken drauf. Und kann man auch eine Animation abspielen dann? Ja, das haben wir Ja, auch gesehen. das Ja, hat die sich ja Hand, die so bewegt. ging. Genau. Ja. Also das sind jetzt, man kann es auch flach machen. Dafür gibt es auch Tutorials, die sehr einfach sind. Sobald es sich bewegt, ist es ein bisschen schwieriger. Also ich arbeite da ja auch mit Alessandro aus Kyoto zusammen, weil er ist der Programmierer, der mir auch die App gebaut hat. Weil ich bin kein Programmierer. Ich komme von Illustration und Fine Arts. Und habe das jetzt praktisch seit Oktober mit ihm als Kollaboration angefangen. Also es ist auch schön, sich da einfach jemanden zu holen oder im Bekanntenkreis zu haben, der sich gut auskennt, wo, dass man auf einem ganz anderen Level da entwickeln kann. Man hat manchmal den Anspruch, man muss alles selber wissen und können. Und dann wird es vielleicht schlechter am Ende. Also genau. Ja, und dann, ja, und ich würde sagen, diese Stickers verlosen, also machen wir ein Raffle für alle Genau. Leute, die im Chat sind, hier auf Ja. adobelive.com. Tim kann das machen, wenn der Tim hier ist, wenn er nicht gerade auf Kaffee trinkt mit Kaffee Chan. trinken mit Chan ist. Ja, ja. Ja. Machen wir einen Raffle für alle Leute im Chat. Seht ihr das? Ups. Ja. Und dem Gewinner schicken wir diese Stickers. Und das Patch auch. Genau. Wir haben drei Patches, vielleicht eins an jedem Tag. Könnten wir eigentlich schön Und verlosen. Aaron fragt, für welche Zielgruppe an Nutzern ist es gedacht? Was jetzt genau? Ich denke, die AR-Sachen, die du da, das ist eher Kunst, sagen wir mal so, oder? Würde ich so nicht sagen. Also ich hatte ja diesen Konfetti-Guy, der gerade so ein bisschen schüchtern war. Den hatte ich für dieses Mural in Japan gemacht. Ich kann das auch noch mal auf dem großen Rechner zeigen, auf dem großen Bildschirm. Da hatte ich eine Anfrage von einer kleinen Community-Gruppe in Japan, in Matsudo, ein Mural zu gestalten. Und es war eine klassische Anfrage für eine Auftragsarbeit. Also das ist der Zugang zum Hauptbahnhof dort in Matsudo, in der Präfektur Chiba. Und die Idee war, alte Geschichten der Stadt mit neuer Technologie zu erzählen. Deswegen war ich dort im Archiv. Also ich habe da einen Monat gelebt, war in den Archiven, habe alte Geschichten aufgeschrieben, die illustriert und dann die AR-Komponenten mit eingebaut. Also so kann man praktisch ein Mural machen als klassischen Auftrag, aber dem eine zweite Ebene hinzugeben. Und Titel der Arbeit war jetzt Explore Matsudo, um zu zeigen, es Und gibt mehr. gleich fängt das Raffle an. Also Oh, da auf dem okay. Bildschirm gucken, auf Ja, adobelive.com und dann mitmachen. müsst ihr was machen. Ich weiß nicht, was ihr machen müsst. Vielleicht klicken. Ich weiß keine Ahnung. Aber ja. Fragen stellen, genau. Und los geht's. Ja, aber wir können trotzdem noch Ja, natürlich. sprechen, Du genau. gehst, machst Okay, weiter. super. Genau, und das war halt ganz schön, weil es sind eigentlich für die Leute, die local da wohnen, nicht für Touristen, und die werfen einen neuen Blick auf ihre Stadt, weil es gibt eben mehr zu entdecken, als man auf den ersten Blick sieht. Das ist so die Message. Und da ist AR eigentlich das beste Medium dafür, weil das Auf ist die den Knopf Magie. drücken. Genau. Jetzt. Auf Ja. den Button, nicht den Knopf. Waffen. Tim, ich dachte, man sagt nicht Knopf auf Deutsch. Sagt man nicht? Ich weiß nicht, ist das ein Warum Knopf? nicht? Ein Button.
Also Knopf kann man schon sagen, finde ich. Ja. Genau, hier ist nochmal zwei Ja, Docs. stell dir vor, du gehst in eine leere Wohnung, der Makler drückt dir ein iPad in die Hand und sagt, schau dich um. Ja, Stefan. Und auch IKEA hat eine sehr coole Oh ja. AR-App, um eben die Möbel da einfach auf den Boden zu stellen und zu gucken, wie das Sich verhält, ja. in den Raum passen würde und so. Ja. Das Tolle daran ist auch, dass sie den Katalog als Eichungsgröße genommen haben. Also du legst den Katalog auf den Boden und die Measurements von dem Katalog sind ja genormt. Das heißt, das ist nur eine Art Scale für die App, um dann zu wissen, wie groß ist denn der Platz hinter deinem Kühlschrank und passt da das Regal zum Beispiel hin. Heidrun, du hast gewonnen. Glückwunsch. Okay, du Ja! kriegst die Stickers von Nadine. Ich zeig sie nochmal. Also der Tim guckt dann, ja, der Diese, sieht kontaktiert man die? dich für deine Oh, ich Informationen. glaube, du müsstest noch mal, Ja. genau. Ja. Zack, ja, die Stickers. Okay, dann kannst du selbst probieren Mit der App. mit der App. Hier oben ist der QR-Code, sehr klein, Den aber du kann, ja, aber kannst das, ja, probieren. aber die Hier App sind, heißt Nadine Colozzi. genau, hier unten sind auch noch mal die Ja. Handles. This is not a drawing, weil es ist Okay. AR. Genau. Viel Spaß damit. Cool. Hier ist so wieder was passiert. Ihr seht das. Sind dann alle Leute durch die Ausstellung mit ihren Handys da in Japan? Ja? Ja, genau. Da ist so ein Schild praktisch an der Mauer, das erklärt das Projekt. Es gibt den QR-Code und dann kannst du das direkt vor Ort dir runterladen und es ist gratis auch und dann Das ist eigentlich kommen super da cool, auch hin. auch historisch Genau. wichtig, ja. Auch um was Bekanntes nochmal aufzuwerten, weil diese Menschen gehen natürlich jeden Tag zur Arbeit, die kennen diesen Tunnel in- und auswendig und jetzt haben sie wirklich was Neues zum Entdecken und ja, also es Cool, war coole ganz Sache. schön. Das wäre zum Beispiel eine Anwendung. Man könnte auch sagen, für die Mode, also es passiert gerade richtig viel auch mit Face-Filtern und digitalen Make-up, dass man auch praktisch in die Richtung gehen kann. Also zum Beispiel Ja. Face-Filter. Ja. Und morgen machen wir ein Raffle mit Nadine und ihrem Patch. Und Ja. übermorgen machen wir ein Raffle, um eben das T-Shirt zu gewinnen, worauf sie Ja, gerade arbeitet. stimmt. Ja. Genau. Ja, ihr seht schon, es kommt hier langsam zusammen. Und das Schöne ist, wenn man jetzt praktisch hier so modular arbeitet, kann man auch immer Fotos machen. Also ich mache oft einfach Handyfotos, benutze das als Referenz, baue das dann in Illustrator nach oder scanne das. Was auch hilft, ist so eine Stop-Motion-Kamera, wo man einfach oben immer mal so einen Status kurz sich abspeichern kann. Natürlich für Animationen, das ist auch ideal. Hier die Figuren kann man natürlich mit Stopptrick direkt auch animieren. Das ist auch super. Genau, das wäre vielleicht einfach so eine alternative Art, wie man Ideen finden kann und nochmal andere Kanäle von der, ja, vom Bildaufbau triggert. Genau, also ich kann es jedem empfehlen. Ist auch sehr meditativ. Also wenn ich schlecht gelaunt bin, Musik an, ein bisschen schneiden und es ist eigentlich immer rewarding. Genau. Ich hoffe, das ist für euch auch interessant, weil es ist jetzt wahrscheinlich eine sehr analoge Adobe Live Session. Wir gehen auch ins Digitale später. Ich weiß gar nicht, ob wir das heute Ja, für machen. historische Bauten ist es eine tolle Idee, wie es aussah, etc. Genau. AR ist toll. Ja, ich denke, weißt du, das ist so echt so eine Sache, wo alles offen ist. Da gibt es keine spezielle Wege oder Sachen oder Es das ist noch ist nicht und etabliert. dein Beispiel von diesem Tunnel, wo die Leute jeden Tag durchlaufen und plötzlich haben sie mehr Zum zu Entdecken. entdecken, ist schon cool. Ja, oder auch für Package Design, ne? Wenn ich zum Beispiel mir ein paar Schuhe kaufe und ich kann mit AR die Informationen über den Aufbau oder vielleicht wo das Leder herkommt oder anderen Mehrwert mir dort abrufen, ist natürlich auch schön. Und man muss vielleicht nicht mehr alle Packungen so zukleistern. Also wäre es nicht genervt von Werbung überall, auch Werbung in der Stadt überall, wäre das nicht schöner, könnte man das eigentlich runterfahren und einfach bei Bedarf schauen, hey, was gibt es denn hier Neues? Ah, okay, ich habe die Information. Also ich finde, das fühlt sich natürlicher an Ja, und ich eigentlich. denke mir auch immer, wenn ich diese Werbungen sehe durch die Stadt, dann denke ich mir, aber wer reagiert noch auf solche Sachen? Ich meine, Genau. jedes Mal, wenn ich etwas kaufen will oder in etwas interessiert bin, gehe ich es online Genau, und fertig. und fertig. Ja. Ja, also da gibt es Vielleicht. wirklich ganz viele Anwendungsbeispiele. Vielleicht, was wolltest du sagen? Ich Nein, bin. eben, ja, vielleicht ist es für Branding, dass Genau. eben ein Brand überall steht, aber naja. Ja, ich denke auch, dass Experience das, die Zukunft ist für Marketing, weil wir sind es einfach gewöhnt, ganz, ganz viele tolle Arbeiten jeden Tag zu sehen. Und wir bleiben gar nicht mehr stehen, weil wir sehen das ja jeden Tag. Man ist gewöhnt, eine super tolle Qualität an kreativem Output zu sehen, gerade auf Instagram.
Und eine Experience zu haben, zum Beispiel, hey, ich habe einen Sticker und ich kann den zum Leben erwecken, das ist ein Moment, den will ich mit Freunden teilen. Das zeige ich meinem Kollegen vielleicht, das merke ich mir. Oder wenn ich ein Selfie mache, zum Beispiel in diesem Displays, ich gehe da nochmal vor, das sieht man jetzt nicht. Das ist ein Foto, das hat nicht jeder. Da wird wahrscheinlich jeder Freund fragen, hey, wo warst du da? Was ist das? Ist das ein Museum? Kenne ich nicht. Und das sind Momente, das bleibt im Kopf, weil Experience ist eigentlich das Nächste an einem selbst. Und das ist Teil von meinem Leben, von meiner Erinnerung und nicht nur ein Bild. Und ich glaube, dass ganz viel Marketing in die Richtung geht. Genau. So. Das wäre zum Beispiel ein schönes Plattencover für eine Indie-Band. Ja, also genau, es ist, man kann da ganz gut variieren. Vielleicht kann man noch sagen zu meiner Arbeit, ich benutze nie, also ich habe kein Set an Sachen benutzt, sondern es wird geschnitten und danach Ja, verschmolzen oder und ist weg. Stefan sagt, oder Fleisch, da kann man das Tier sehen und das geschlachtet werden Ja, wollte. super. Ja, das, Nochmal sorry, Facebook-Friends werden. muss der raus aus dem System bei mir. Ja, guten Morgen, Stefan. Ja, genau. Die Bewusstheit ist das Wichtigste. Alles bewusst machen. Ja. Und auch so eine Wahrheit könnte Leute bewusster machen. Und ich meine, das Schöne ist ja, wenn was ganz neu ist, dass man ganz viele allgemeine Sachen auf einmal hinterfragt. Wie sieht es aus mit Werbung? Brauchen wir Werbung überhaupt zum Beispiel? Oder gibt es ein Recht an digitalem Raum, wenn der verortet ist mit Geopoints zum Beispiel am Times Square? Hat jemand da ein Recht drauf? Also es macht ganz neue Töpfe an Diskussionen auch auf, die super interessant sind. Ja, zum Genau. Beispiel, weißt du, du darfst keine Fotos machen vom Eiffelturm, wenn die Lichter an sind am Abend. Wirklich? Ja, die Ich darfst du nicht. nicht publizieren, weil die Lichter sind Ein geschützt. Artwork. Ja. Okay. Wow, wusste ich nicht. Und auch das Atomium in Brüssel, das darfst du Nicht fotografieren, nicht krass. das, also fotografieren für dich selbst, ja, Ja, aber da nicht für keine. kommerzielle Zwecke. Ja, super. Also, das ist schon spannend und das fragt auch mehr als nur Deko, ne? Ich finde immer schade bei Illustrationen, es wird oft als so eine Art Zierde für einen Text oder so eine Dekoration verstanden, aber das hat einen ganz anderen Mehrwert. Entschuldigung. Hier sieht man, wie ich das schneide. Das ist eine abstrakte Form. Tata. So. Jupp. Genau. Und dann noch schon mal zwei. Genau. Ich habe auch ein Und Video. Maureen fragt dich, wie funktioniert das mit dem Schmelzen? Du hast ja ein Genau. Foto von einem Gerät. Das Ja, ich kann das noch mal wollte zeigen. sie Ups. hier mitbringen, aber das hat eine amerikanische Steckdose und fing an zu brennen. Ja, genau. Also, Ja. es gibt so zwei Stories dazu. Vielleicht können wir kurz nochmal auf den Screen schauen. Genau. Also ich benutze so eine industrielle Heatpress, die ist tatsächlich 50 Kilo schwer und kommt eigentlich aus dem Apothekenbereich. Ah, Also das, um was was zu man, machen? um die Dinge zu schmelzen. Also ich zeige nochmal kurz das Geschmolzene von von der Illustration, was ihr gesehen habt, dass ihr das nochmal parallel seht. Ne? Also das wird ganz glatt geschmolzen. Es sieht wirklich aus wie ein Print eigentlich. Die Farben sind hier ein bisschen verfälscht, aber es ist wirklich 100, also mehr RGB geht nicht. Genau, und diese Schmelze, also ich benutze zwei Schmelzen, diese und eine, die sieht ein bisschen aus wie so eine Art Kindersarg, das ist so 1,20 mal 60, also riesig, wie so ein Tisch. Und ich hatte aber eine Portable aus den USA bestellt, die hatte einen US-Plug, die hätte ich praktisch jetzt hier auch benutzen können, aber ich habe die getestet und die hat direkt Feuer gefangen. Genau, aus Sicherheitsgründen sieht man das praktisch jetzt nur so. Aber ihr könnt es euch vorstellen. Also man hat Ja. die Heatpress, es macht bip-bip-bip und dann pff, und dann ist es gepresst. Ich habe auch ein Video dabei, wo man das sehen kann. Vielleicht sollen wir das Ja, nochmal warum nicht? Ja, abspielen. ich gehe mal auf deinen Bildschirm rüber. Genau, Da. da hat mich das Creative Cloud Promo-Team besucht in meinem Atelier und praktisch so eine Art Studio-Visit gemacht. Das kann ich gern mit euch teilen. Vielleicht haben es auch schon welche gesehen. Ist der Ton schon dabei? Ah, der Ton, warte. Ja, Ja, ne, okay. den muss ich anmachen. Genau. Nicht Das zu ist auch laut. ganz frisch, dieses Video. Warte mal, von wann war das? Genau, Mitte Februar. Ich habe das selber auch erst zwei, dreimal gesehen. Okay, Genau. kannst los. Ja, wir sind dann still, weil da wird mit Ton sein. Okay. Let's go. Funktioniert der Ton? Nein. Oh. Warte. Soll ich Pause machen? Ja. Gehen wir zum Anfang. Da funktioniert ja vorher.
Hört ihr uns noch? Also wir sind Ja, hier gerade am nein, Ton basteln. uns hören Sie. Genau, aber Mach wir mal los. kriegen es gleich hin. Vielleicht. Der Vielleicht ist dein Operator, Ton meine aus. Decks. Ich schaue gerade. Na. Hier ist er an. Hier kann ich es gerade nicht sehen. Na. Der ist. Ich kann ihn nicht berühren. Das Okay, liegt vielleicht an mach meiner einfach das Maschine. Video und dann. Naja, ihr könnt es euch auch ohne Ton eigentlich, macht es auch Spaß. Ich kann euch ja praktisch live, wie sagt man, dubben, subben. Genau, da, es geht ein bisschen um Berliner Kreative und dieses Video, was ihr gesehen hattet mit der Creative Cloud, wo der Garten so gebaut wird mit den verschiedenen Personen. Das ist eigentlich so ein bisschen das Making-of dessen, wo ich nochmal zeige, wo kommt meine Inspiration her, dass Japan eine große Inspirationsquelle ist, wie ich Skizzen aufbaue, zum Beispiel am Tablet. Und wie dann die Idee eigentlich zusammenkommt, genau. Ja, so. War eigentlich ganz lustig. Es war ein großes Team, dachte ich auch nicht. Hier sieht man die Presse ganz gut, genau. Wie ich schneide. Ich schneide eigentlich im Stehen. Das ist für mich ein bisschen komisch im Sitzen, Ja, weil und ich da war eigentlich. noch eine Frage, schneidest du die Formel intuitiv Ja. aus oder gibt es da Scribbles oder ein Nee, Konzept? habt ihr ja eben gesehen. Ja. Also es ist sehr intuitiv. Ich habe manchmal eine Idee oder eine Stimmung, wenn ich eine Auftragsarbeit habe und weiß, okay, es geht um eine Gothic-Indie-Band, dann würde ich andere Farben wählen und andere Motive, als jetzt vielleicht für eine Beach-Party. Genau. Hier sieht man ganz schön, wie das so zusammengelegt wird und dann kommt es eben in die Presse und wird zusammengeschmolzen. Und dann war das die Basis, auch für das, Video. Also wirklich Hot vom. Caution, ja. Ja, die wird auch wirklich 300 Grad heiß. Also es 300 ist Grad, okay. super heiß, genau. Ah, der Tim hat auch einen Link zum Video getan, da können Sie sich Ah das ja, super, ja. danke, genau, könnt ihr euch nochmal anschauen. Und dann sieht man das, ich mache das meistens auch mit dem Handy, ich fotografiere das ab und dann kommt es direkt in Illustrator, wird nochmal nachgezeichnet, bei dem Video dann mit After Effects animiert, genau. War auch für mich interessant, mit dem neuen Gradient-Tool zu arbeiten, weil meine Sachen sind sehr flach, also das mag ich auch, ist auch mein Stil, aber über diese Gradients konnte ich eine ganz andere Tiefe geben und das werde ich auf jeden Fall öfter benutzen, das war so. Hat voll Spaß gemacht. Genau. Da seht ihr auch nochmal andere Arbeiten. So ein bisschen ein kleines Artist-Porträt. Oh, da war auch eine Zeichnung. Ich Das ist weiß nicht, auch ob das noch. nicht geschrieben ist, aber das ist ein Wort, das ich nicht kenne. Der Schürfanzug ist super. Ach so, Oder, Schlafanzug. das. Das ist ein Onesie. Ja, nee, das ist tatsächlich, was ich manchmal zum Arbeiten anziehe, weil es einfach bequem ist. Genau, hier sieht man nochmal von Arrow, gerade im Video, wie die Shapes. Verdickt wurden und dann kann man die eben in der Stadt platzieren. Genau. Da setze ich die gerade in Berlin aus. Tada! Und dann kann man da wirklich rumlaufen. Das machen wir vielleicht auch nochmal morgen. Oder können wir auch eigentlich heute machen? Ja, gucken wir mal. Wir Ja. haben noch ungefähr 50 Minuten. Wow, noch viel Zeit. Dabei haben wir schon so viel gezeigt. Ja, genau. Ist eigentlich ganz schön, auch so ein Porträt mal zu sehen von sich jetzt, weil das ist jetzt für mich auch irgendwie nicht alltäglich. Oh, das Adobe Rot ist illegal. Okay. Ist illegal? Ups. Moment. Hat zzt So. gemacht. Yep. Ja, also wir haben ein bisschen Probleme mit Rot und Grün hier, weil wir ja eine Freistellerwand hinter uns haben. Genau. Aber da habt ihr schon mal so eine Art Eindruck bekommen. Gut, ich glaube, wir könnten eigentlich auch nochmal Arrow mit den Shapes zeigen, weil was ich hier geschnitten habe, kann man ja auch übertragen in Arrow. Und dann vielleicht morgen die T-Shirt-Designs nochmal. Okay. Vielleicht so sortiert, weil dann hätte man einen Tag, wo man wirklich nur die Shirts macht. Und heute so ein bisschen all over, so arbeite ich, dass es diese Wege gibt. Vielleicht ist es ganz gut. Okay, dann hole ich kurz das Tablet. Mutig mit einem ungeschützten Riesen-iPad. Ja, oh, sagt Voldemort. Ja, das stimmt. Ja. Ist nicht meins. Nur Ja. geliehen. Ich bin super schusselig und verliere immer alle meine. Also, alles geht kaputt. Vertraut mir keine Technik an. Adobe war da sehr nachsichtig. Ich habe direkt einen Kratzer in mein iPad gemacht. Ciao, Gian Domenico. So, das braucht einen kleinen Moment, weil ich die Sachen reinlade. Das kann ich euch leider nicht zeigen, weil es eben vertraulich ist. Also die Software noch vertraulich ist. Ich müsste mich einmal kurz hier noch anmelden. Ich muss hier, glaube ich, touchen. Ah ja. So. Vielleicht muss man das auch auf dem Handy machen, weil beim Tablet jetzt mit dem WLAN ein kleiner Stau. Ja, Okay. mit oder ja,
Nein, heißt nicht Luft, also Luftföhn, das habe ich auch gefragt, ob man da Sachen Ach so, heißt du Föhn? Nein, nein, nein. Das muss schon gepresst werden, damit es ganz flach liegt. Selbst wenn man es mit Bügeleisen macht, dadurch, dass ein Teil erhitzt ist und der andere noch nicht, zieht sich das zusammen, weil Wärme arbeitet ja mit dem Material. Also das bewegt sich, das schrumpft, das geht auf. Und das ist eigentlich nicht zu empfehlen. Also man muss das schon ganz flach Stefan pressen. sagt, gut, dass wir es trotzdem sehen mit der GoPro, aber er hat nichts gesehen. Ah ja, stimmt. Nein. Kennt ihr nicht, kennt ihr nicht. Aber es spiegelt zu sehr. Keine Angst. Macht mich nicht fertig. So, ich schau mal kurz, ob ich da einen Shape habe, der funktioniert hier. Müssen wir mal Wir wollen ja gucken. nicht, dass die Nadine rausgeschmissen wird. Ist ja eh Ein bald paar Wochen vorbei. vor dem Ende der Ja, ich bin Residency. schon ein bisschen traurig. Naja, es war halt auch richtig schön gewesen, muss man sagen. Okay, ich gucke mal durch. Ich glaube, dieser könnte funktionieren. Mal schauen, ob es es nimmt. Project Arrow ist halt auch noch sehr in der Beta-Phase, also sehr sketchy. Da gibt es noch viele Bugs, um die man sich drum herum bewegen muss. Ah, der hat zum Beispiel jetzt einen Bug. Ich suche nochmal eine andere Datei raus. Also ist auch ganz, also ist ja noch nicht geboren praktisch. Deswegen ein bisschen klein. Wie sagt man? Ein bisschen früh noch dafür. Deswegen dürfen wir auch eigentlich den Aufbau nicht zeigen, weil sich alles noch ändern kann. Das ist noch sehr in der Editor Theorie. fragt, hallo, welches Material verwendest du als Unterlage, beispielsweise Hintergrund zum Pressen? Das ist eigentlich, da gibt es so eine Gummivorrichtung an der Schmelze, die ich benutze. Das ist praktisch schon an der Maschine dran. Ah, okay, Und und dann, ja, und da kannst, das ich kann es ja Papier. schnell wieder zeigen, Ja, während du da, ja, ich bin gleich fertig auch. ja. Dann eben, ja, es wird dann eben, das wird auch so mit den Schnitten drumherum. Und das kann man dann einfach so abnehmen. Ja, genau. Mit Backpapier noch, dass es nicht verklebt. Genau, jetzt können wir es, glaube ich, zeigen und anschließen. Oh, Okay. Moment, ich muss noch einmal kurz zurück, weil der eine hat sich bewegt. Ich muss nochmal zurück auf seinen Platz. So, weil ihr habt ja eben diese zwei Linien gesehen, die ich geschnitten hatte. Das wäre jetzt das Äquivalent als Project Arrow dazu. Ich plock nochmal Ja, hier bitte. raus. Dauert einen kurzen Moment. Wir sind hier viel am Umstecken. Heute die Experimentversion von Adobe Und Lab. also die Residency ist befristet auf ein Jahr, aus Gründen möglichst viel Diversity anzubieten, oder wieso? Also weniger als ein Jahr würde keinen Sinn machen, denke ich, oder? Es ist auch Es gibt gut. ja auch andere Firmen, die Residencies machen für einen Monat Ja. oder 6 Monate. Ich denke, in einem Jahr, weil was für uns wichtig ist bei Adobe, ist eben, dass die Residence an einem Punkt des Lebens, des kreativen Lebens sind, am Anfang und dann am Ende an einem höheren Punkt. Ja, und dass man Und auch ein Projekt zu Ende bringt, sonst läuft das ja so ins Ziellose. Genau. Wir können kurz aufs Handy machen. Also hier seht ihr das. Ups, Moment. So. Genau, so sieht das aus. Die stehen jetzt hier bei uns auf dem Tisch. Diese Shapes, da kann man hier einmal drum rumfahren. Genau. Und die könnte man natürlich auch riesig auf den Parkplatz stellen. Und das wäre praktisch eigentlich genau, was ich gerade analog geschnitten habe, dann in Photoshop hochgeladen, extruded und dann hier vorbereitet. Das kann ich euch auch gleich nochmal zeigen, wie man das anlegt. Ihr könnt Arrow noch nicht benutzen, aber dann könnt ihr schon mal Shapes vorbereiten und seid praktisch ready to go. Ich stecke es nochmal kurz ab. Ja, ich gehe da zurück. Zack. Ja, super. Gian So. Domenico, Tim, wo bleiben meine Sticker? Oh. Ah, nein, vielleicht, ich weiß nicht. Vielleicht. So, Und geht Ecki das sagt, noch? ui, 1% Akku. Okay. Ja. Hi, Ecki. Immer Das schaffst du nicht immer on mehr. the Mit, edge. ja. Sorry. Ja, da Ah, darf man du bist sich. 1% Ja, Akku. genau. Ah, okay. Man darf sich da nicht stressen. Ich mit immer 1% Akku. Das ist. Ja. So, dann kommt Okay, das du bist wieder hinzu. da. Genau. Ja, wir stecken wieder um. Und jetzt wird es mal am Ende doch digital. Mal schauen, ob das klappt. Oh, das ist bei mir so ein bisschen zusammenge. Ändert sich das noch? Ah ja, jetzt. Da, wir Okay, haben hier super. das illegale Rot. Okay, so. Deine Lieblingsfarbe. Genau. Ja, ist auch mein Lieblingsshirt leider. Naja, Gut, also genau, wir haben hier klassisch Photoshop offen. Ich könnte jetzt sagen, einfach mal einen neuen File oder ich kann euch den, ja, vielleicht einen neuen File. Create New.
Das ist jetzt eigentlich auch das Format egal, weil wir eigentlich nur die Übersetzung zeigen. Wir sagen hier Arrow Test 1. Wahrscheinlich wissen es auch einige von euch, wie das schon geht. Genau, und könnten jetzt erstmal hier in die Ebenen, neue Ebene, kleinerer Pen, vielleicht ganz klein. Zum Beispiel eine schöne Pflanze. Ganz schnell einfach, dass ihr so eine Art Einblick bekommt. Richtig dirty. Genau, man kann mich auch für Soundeffekte buchen. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen. Laura fragt, wieso emotionales Tief? Wer hat emotionales Wer Tief? hat emotionales Tief? Wir nicht. Wir nicht, nein. Nein, nein, nein. Wir machen das nicht. Okay. Genau. Jetzt schmeiße ich hier nochmal den Backdrop weg. Das ist fertig. Und jetzt kann ich hier machen 3D. New 3D Extrusion from Selected Layer. Ich habe leider englisches CC, aber ihr findet das bestimmt auch, wenn ihr die deutsche Version habt. Also ich habe das einfach freigestellt, kann das jetzt extruden, dann klicke ich einmal hier nach oben und bin jetzt in der View-Ansicht. Vielleicht könnt ihr das sehen. Also ist jetzt fast schon fertig, es geht super schnell. Ich mache dann hier immer einfach den Rechtsklick und kann hier nochmal die Extrusion Depth wählen, also wie tief oder lang brauche ich das. Das ist natürlich jetzt für meinen Stil dankbar, weil der sehr grafisch und flach ist und nicht eine aufwendigere Animation oder ein Rendering mit 360 Grad braucht, sondern es ist ja eigentlich 2D extruded. Das ist relativ simpel, sage ich mal. Ja, und dann ist es schon fertig. Und dann gehen wir hier 3D. Ah, das war die Frage von Stefan, weil also die Creative Residency befristet auf ein Jahr, aufgrund der möglichst viel Diversity anzubieten oder wieso. Kann das junge Künstler nicht in ein emotionales Tief stürzen dann? Ach so, wenn es vorbei ist, ja, ruft mich mal an nach zwei Ja. Monaten. Nein, also Nein. natürlich ist auch unsere Mission ist auch natürlich die Creative Residence nach der Residency unterzustützen. Habe ich Zu das richtig? Zu unterstützen. unterstützen. Ja, fast. Fast. Wir sind nicht so streng. Ist noch früh am Ja. Morgen. Erste Session. Und natürlich ist auch Teil der Creative Residency in den letzten Monaten sicher zu machen, dass die Residents dann auch weitermachen können, Ja, dass man oder? einen guten Transfer hat. Ja. Hast du einen guten Transfer? Weiß ich ja noch nicht. Aber also ich habe jetzt nicht so viel Angst, weil viele Sachen auch angelaufen sind, die dann weitergehen. Ich habe viel mit dem Marketing-Team, eben mit der Kampagne angefangen zu arbeiten. Es gibt auch viele Treffen mit den neuen Residents, wo man sich nochmal austauscht, bisschen Feedback gibt als die alte Crew. Das war bei uns auch so mit dem Jahrgang vorher, dass man denen als aufgeregter neuer Resident in der ersten Woche Fragen stellen kann. Nach wie vor ist man manchmal auf Konferenzen auch dabei. Also es ist jetzt nicht Und zum direkt Beispiel over. Julia Nimke und Rosa Kammermeier vom vorigen Jahr. Genau. Die Rosa war oft hier auch auch in San Francisco und in München hat sie ihre Lettering auf Auf die Wände die gemacht. Bürowände gemalt. Ja. Und ich bin mit allen noch in Kontakt. Ja. Und ja. Und Julia Niemke macht ganz viel auch im Bereich Stock. Also sie hat auch das Bild gestaltet für, was ist das, Lightroom oder Photoshop? Das Startbild, Ja. glaube ich. Ich glaube, Light Photoshop. Bei Ja. Photoshop, ja. Also das ist dann auch jetzt keine schlechte Karriere zu sagen, hey, am Ende hat man da sein Bild untergebracht. Ist ja ein bisschen Hall of Fame wahrscheinlich. Also ja, das ist jetzt nicht abrupt vorbei. Natürlich muss man sagen, man hat eine ganz andere Dichte an Aufgaben. Also jetzt im Moment habe ich eigentlich wenig Wochenenden und wenig Ja. Zeit. Und sie freut sich schon auf die Ferien, ja. Ja, ich hatte keinen Urlaubstag und keinen Krankheitstag als einziger Resident. Alle anderen haben Alle anderen sich mal haben. kurz Oh. erholt. Genau, aber ich lieb's halt zu arbeiten, deswegen war das schon okay. Genau. Ja, aber deswegen, ich glaube nicht. Also es wird Nein, nein, schon das ist in also sehr Ordnung wichtig sein. auch für uns, Ja. dass es dann auch für die Residents gut weitergeht. Ja. Dann ist es natürlich für jeden Residents ist verschieden. Ja, das muss man immer schauen. Aber da seid ihr auch als Community gefragt, die Residents ein bisschen zu unterstützen und zu schauen, was machen die, Fragen zu stellen, da irgendwie dabei zu sein, auch danach, weil man möchte jetzt ja auch nicht nur für ein Jahr irgendwie auf dieser Plattform stehen und sein Knowledge teilen, sondern am liebsten das eigentlich so als Auftakt sehen für eine Karriere, die dann viel länger Ja, und Stefan weitergeht. sagte, okay, wollt ihr ja hören, ob es Nachsorge gibt oder nicht. Es gibt. Ja, es gibt. Wir sind gut versorgt. Ja. Genau. So, ich zeige euch noch mal ganz kurz zu dem ganz simplen Test, den wir hier gerade für Aber ich Arrow. verstehe, das wäre Ach so. schlimm, denke ich, oder? Wenn Creative Residency, Und dann Konferenzen, Adobe bam. Live, pa, 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 und dann, Ja. okay, tschüss.
Und das war's. Ja, das wäre schade. Aber es wird nicht ganz so sein. Nein. Ja. Nee, wir sind da noch alle involviert. Genau. Hier, ich zeige euch noch mal ganz kurz nur den letzten Step. Man macht dann Export 3D Layer, muss hier als Object ausrechnen und sagen, okay. Und dann ist es praktisch jetzt in meiner Cloud und ich kann es direkt mit Arrow abholen und so platzieren, wie ihr es hier gesehen habt. Wie man das einspielt, kann ich jetzt nicht zeigen, aber ihr könnt es euch vorstellen. Es ist in meinem Ready Asset Folder Ja. und dann hole ich das raus und stelle es hier so hin, wie ihr es gerade gesehen habt. So viel zu Arrow. Also sehr simpel. Man kann so zum Beispiel schnell Skulpturen hinstellen, für einen Kunden sagen, hier, wie sieht das Logo aus, wenn wir das groß in den Eingangsbereich auf dem Messestand platzieren, brauchen wir 5 Logos oder ein kleines oder solche Sachen kann man natürlich auch für Besprechungen nehmen, weil das so schnell und dynamisch ist, funktioniert es auf einmal auch als 3D-Mockup-Skizze, zum Beispiel für eine architektonische Planung. Da, Christine, das ist eine Genau. ganz gute Idee, eine Adobe Seniorenresidenz, Hey, so alt bin ich jetzt auch noch ja. nicht. Nein, Ach so, ich. für dich, Ja, für Entschuldigung. mich. Okay, na gut, ja, also ich unterschreibe da, wenn ihr das, wenn ihr das in die Wege leitet, dann mache ich das fertig. Genau. Hallo, ich heiße Rufus. Ich habe mit Photoshop 1 angefangen. Oh. Ich kann euch noch mal was anderes zeigen hier, und zwar, Und Illustrator 88. wo es noch mit A4 und Stift funktioniert hat. Ja, das stimmt. Oje. Genau, ich kann euch noch mal was anderes zeigen. Ich habe angefangen mit Dimension. Ich weiß Ich habe nicht. ja gestern von Quark Express erzählt und sie hat gesagt, Ja. Jetzt habe Muss ich nicht sein. gesagt, Ich kenne aber noch Mo und Floppy Disks tatsächlich. Mo Disk Ah. kennst du nicht mal, ne? Das sind so große. Sieht aus wie so ein. Kennt ihr noch Mo Disk? Mein Vater war so ein Ah, Computer-Nerd. okay. Und das sind so große Festplatten, die sind so wie so ein Butterbrotbrett. Und die muss man mit so 2 Knöpfen in so ein Laufwerk reinpetzen. Aber das war, glaube ich, ja, da war ich, glaube ich, 5 oder so und hatten wir Mo. Naja. Oh, Thomas, Ruth, Matthias, Christine. Ah, nein, für mich. Okay. Nein, nein. Okay. Okay. Genau, ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz einen Einblick in Dimension. Alle wollen in die Adobe Seniorenresidenz. Hey, auch für junge Residents lohnt sich's. Oder noch einen Adobe Kindergarten brauchen wir für die Underage. Ja, genau. Also wenn ihr wollt, ich kann euch nochmal kurz zeigen in Dimension. Ich habe bald eine Ausstellung und habe hier so eine Art ganz schnelles Set angelegt. Und Oh, dann. das ist Adobe Dimension. Ja, Okay, genau, das ja. ist Dimension. Das geht ein bisschen in die Richtung wie Cinema 4D. Ist sehr gut, um Objekten verschiedene Verhältnismäßigkeiten zu geben. Ich kann zum Beispiel denen sagen, hier, der wird Chrom, zack, ein Klick. Und jetzt könnte ich den auch aus Dimension, also hier kann ich halt Strukturen gut einsetzen, ein bisschen besser als bei Photoshop zum Beispiel, wenn ich jetzt den Baum habe, den wir gerade gebaut haben. Ich kann es gerade nochmal probieren, den hier einzuspeisen. Ich habe den, glaube ich, in den Creative Cloud Files direkt. Mal sehen. Oh, Aero Test Object. Genau, hier ist er. Ich muss ihn erstmal auf der Karte dann suchen, glaube ich. Naja, aber genau, so sieht er aus. Ach, das habt ihr jetzt gar nicht gesehen. Moment. Boop. Ja, also das ist, was wir Man den in eben der gerade. Preview auch umdrehen? Nein. Nee, das nicht. Oh. Oh, doch ein Ah, bisschen. doch, Doch, ja. tatsächlich. Ein bisschen, ja. Genau, also das war eben, den wir einfach Wahrscheinlich gibt es auch simpel. einen, vielleicht einen Tastaturbefehl, um das zu Vielleicht. drehen. Ich habe halt Dimension erst seit 2 Wochen Aber hier nein, das ist, gelernt. aber das ist die Preview vom OS. Ja, genau. Ja, stimmt. Also ihr seht, so sieht es dann aus und dann kann man es hier einfach reinziehen und dann hat man die Shapes hier, genau. Also die habe ich genauso gebaut. Und das Schöne ist, dass man denen eben ganz bestimmte Materialitäten geben kann. Eine Glasstruktur, das muss dann rausgerendert werden. Also das ist jetzt die Pre-Render-Version. Glaube ich, hier oben könnte man das machen. Genau. Ja, hier Hast du das ist. alles selbst gebaut in Ja, Dimension? Das ganze Haus? das ist praktisch. Ich habe eine Ausstellung in Berlin zum Gallery Weekend als Abschluss von meiner Residency vom 26. bis 28. Und ich habe so eine Art, das ist für mich Sag halt. das mal wieder. Ach so. Nein, oder ist deine Webseite oder so schon Noch da? Noch nicht, nicht? aber ich Okay. sag's nochmal, also am 26. bis 28. April ist praktisch mein Abschlussprojekt von der Creative Residency, eine Ausstellung in Berlin bei Nordsonne heißen die, kann man sich gut merken eigentlich. Genau, ich gehe mal hier aus dem Rendern raus. Und ich benutze der Menschen eigentlich zum Skizzieren. Huch, der ist jetzt ganz klein. Boop, boop, boop. Na. Moment, muss ich mal ran. Wieso? Oder bin ich Und ganz mit nah dran? Dimension geht da Moment, geht die 100. Lüftung immer ganz. Ja.
Ja, jetzt habe ich es verloren irgendwie. Moment. Dann gehe ich nochmal. View 1, kleiner Raum. Jetzt bin ich irgendwie lost. Naja, gut. Ich benutze es aber sowieso nur zum Skizzieren. 400%. Ah, da ist es. Es war einfach super klein. Jetzt haben wir uns da auch gut verlaufen, wahrscheinlich. So. Naja, ist ein bisschen gefrickelt noch. Ich muss mich da noch. Ups, da oben ist er. Aha, hier. Sehr gut. Bup, bup, bup. Ja, es ist riesig. Also. Bum, bum. Ach, weil er noch rendert, ist er jetzt ein bisschen langsam. Naja, ich habe auf jeden Fall skizzenhaft einfach die Räume gebaut und benutze das für mich, um ein bisschen zu schauen, wie verhalten sich die Volumen. Und was ich aber eigentlich zeigen wollte, ist, dass man den Objekten verschiedene Oberflächen geben kann und die dann wieder in Arrow zurückspielen kann. Und dann sind die aus Marmor oder haben eine bestimmte Lichtverhältnismäßigkeit. Ich glaube, der rendert gerade und macht das Stück für Stück. Ist hier so ein bisschen langsam. Cool, und da Ja. habe ich gestern eben auch der Nadine erzählt, dass in 97, ja, vor was, was wann war das denn? Was, 20 Jahre? Nein, ja, 20 Jahre? 21 Jahre, 22 Jahre oder 20 12. Jahre. Vor 20 Jahren hatte Adobe ein Programm, das hieß Adobe Atmosphere. Ah, ja, stimmt. Und Das habe ich das, gesehen. das war eben, um VR-Sachen zu bauen. Und das hat in 97 natürlich nicht funktioniert, weil das war viel zu früh. Das war super schwierig, auch die Sachen zu teilen und anderen Leuten zu zeigen. Naja, das dauert noch. Ist noch hier am Rendern. Genau, also da habt ihr nur noch mal so einen Einblick bekommen, wie man erste Steps aus so einer klassischen Illustrationsrichtung in 3D machen kann, auch mit Perspektive, Augmented Reality. Ich bin da ja selber auch so ein bloody Beginner, das merkt ihr mir auch ein bisschen an, aber es ist okay, weil es ist immer gut, einfach Neuland zu betreten und sich da neu zu formulieren. Genau. Schön, ja, das haben wir jetzt eigentlich auch gut erfasst, würde ich sagen. Ja. Dann, was können wir noch machen? Vielleicht mit den T-Shirts anfangen, aber dann hätten wir das angebrochen. Oder gibt es noch Fragen von eurer Seite vielleicht? Wenn Fragen kommen, sage ich es dir. Ja, die reden gerade über das Seniorending. Ach so, ja, da Ja. hast du was Ja. losgetreten jetzt. Oh oh. Nein, ich nicht. Christine hat das Ja, gemacht. ich schaue noch mal, was ich vorbereitet hatte Ja. für live. Ups. Eigentlich habe ich alles davon gezeigt. Ich kann noch mal gucken, ob ich bei Augmented Reality. Ah, hier habe ich noch mal ein Video von Oh, dem. kann man diese, sind das deine Stickers? Ja, das sind meine Sticker. Okay. Ups. So sehen die aus. Okay. Ja, genau, die Okay. sind auch im Illustrator Macht. gezeichnet. Okay, ich tue uns das dann in die Mitte. Dann können die Leute einen Screenshot machen. Und dann deine App runterholen. Ah ja, stimmt. Genau, und Und dann auf dem Bildschirm dann könnt sehen. ihr das auf dem Bildschirm sehen. Das funktioniert auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja. Screenshot. Genau, also macht euch schnell eine Speicherung und dann könnt ihr das gerne testen. Einfach meinen Namen eingeben beim App Store oder auch Android. Android ist ein bisschen mehr sketchy als bei Apple. Also auf Apple läuft die App ein bisschen weicher und wenn ihr die Bilder habt, müsst ihr nur auf Skip drücken, also überspringen, Skip. Wenn ihr sie nicht habt, könnt ihr sie auch downloaden unter Download Targets. Dann habt ihr sie praktisch auf dem Handy, aber ist natürlich besser, wenn man sie zum Beispiel auf dem Bildschirm hat, auf dem Rechner und es direkt am Computer abspielen kann. Ist auch so ein komischer Move, wenn man merkt, dass aus dem Bildschirm nochmal was rauskommt, weil das begreift man ja eigentlich auch als geschlossene Fläche. Ist schon interessant, genau. Und hier ist ja auch das Schöne, dass es so eigentlich eine simple Illustrator-Ansicht ist, die dann so einen zweiten Mehrwert hat. Hier sieht man nochmal ein Video als Postkarte, also das kann man dann wirklich übertragen und scalen auf verschiedene Da sind noch ein Größen. paar Fragen. Kann man mit Dimension eigene 3D-Objekte erstellen? Zum Beispiel Tisch, Ja. Kickerfiguren und. Ihr habt es ja gerade gesehen, wie ich das in Photoshop erstellt habe. Also bauen kann man darin direkt nicht. Man muss es in Photoshop bauen und dann einladen, aber das funktioniert eigentlich so, Ja, wie ich und dann das die Teile gezeigt habe. zusammentun. Aber Genau. natürlich, ich sage immer, wenn man 3D wirklich machen möchte, dann sollte man schon, Cinema 4D zum Beispiel ja, zum benutzen. Beispiel, Ja, ja. genau, da kann man auch wirklich Environmentals kreieren. Ja. Das, eigentlich kommt Dimension aus dem Mockup-Bereich, dass man sagen kann, wir haben diesen Schuh, wie sieht der aus? Aus Glas, aus Marmor, in Leder. Also Genau. das ist sehr gut, wenn die
Models schon da sind. Man muss aber auch sagen, Adobe Stock arbeitet sehr gut mit Dimension. Also viele Dinge kann man auch dort runterladen, zum Beispiel Oberflächen oder auch Objekte, zum Beispiel ein Tisch ist jetzt so allgemein, dass man da bestimmt Presets findet. Also Stock, 3D-Stock Presets habe ich auch schon runtergeladen. Das funktioniert super. Wenn man was Spezielleres baut, dann muss man das in Photoshop machen. Aber genau, und Stefan, bildet sich Nadine in Cinema 4D weiter oder setzt sie komplett auf die Cloud in Sachen 3D? Ich habe tatsächlich Cinema 4D mal vor 3 Jahren in so einem Crashkurs gelernt und hatte dann da so meine Anfänge. Dann habe ich es aber irgendwie komplett gestoppt, weil ich mir gedacht habe, ah, das ist so... mir gefällt die Optik nicht so gut, weil das zu weit weg war von dem, wie ich illustriert habe, weil es so sehr naturalistisch einfach alles war. Und deswegen finde ich jetzt eigentlich über diese Photoshop Extrusion passt es besser zu meinem Stil, weil es grafisch bleibt. Aber ich habe eigentlich Cinema 4D tatsächlich vorher gemacht. Also, aber auch nicht so intensiv, da gibt es ganz andere Profis. Ich habe so eine kleine Szenen und Animationen gemacht. Ja, genau. Ja, ist aber sehr cool zu sehen, dass man auch mit simplen Formen so coole Sachen machen kann. Ja, genau. Und natürlich, wenn man dann auch so komplexere Sachen in Cinema 4D macht und so, dann wird Augmented Reality fast, ja. Es blendet sich in, ja, so eins, ja, zu eins. Ja, genau. Ist halt die Frage, wie fotorealistisch man arbeiten möchte. Wenn man jetzt Richtung Architektur und Fotografie geht, ist bestimmt Cinema 4D besser oder auch so richtige Animationsfilme mit einer sehr, sehr großen Detaildichte. Genau. Mhm. Aber für mich funktioniert das eigentlich besser, weil es dynamischer ist und weniger aufwendig. Genau. Und Christine sagt, wow, das ist cool, Nadine. Dankeschön. Ja. Ja, ich habe nur überlegt, ob wir jetzt vielleicht mit dem Shirt anfangen oder nicht, weil wir müssen ja auch morgen noch ganz viel zeigen. Müssen wir noch mal gucken, was da am besten... Also vielleicht kannst du mal doch irgendwie zeigen, wie du diese analoge Welt, ja, in die digitale Welt reinnimmst. Ja, das kann ich noch mal eigentlich mit dem... Genau, kann ich euch mal hier zeigen. Wir hatten ja das Beispiel von dieser Zeichnung. Hier seht ihr den Scan eigentlich ganz schön. Da kann man auch, wenn man genau hinguckt, ganz gut sehen, man hat hier diese Binnenstruktur. Das war jetzt mit der GoPro vielleicht nicht so gut erkenntlich. Also so Überlappungen wie hier, das ist ja praktisch ein gestaltetes Moment, was ich so nicht, was ich so eigentlich nicht erstellen würde. Das passiert aus Versehen, hat aber eine Qualität. Wird eingescannt und dann habe ich das hier nochmal alles in Flächen komplett glatt gemacht für den Patch. Da sieht man nochmal, es sieht schon anders aus. Es hat irgendwie gar nicht mehr die Tiefe. Und im Patch hat man, ich meine, den müsste ich analog nochmal zeigen, hat man über die Stickrichtung dann nochmal eine andere Form der Gestaltung, wo man die, also ich habe die Richtung so gemacht, dass sie gegenläufig ist, damit die so wie ein Vixierbild eigentlich schimmert. Genau, mit Satinartigem. Und es ist auch eine Maschine, die das macht? Genau, die sind maschinell erstellt, ja. Ich kann nochmal schauen, ob ich andere Projekte finde, wo man dieses Schmelzen nochmal besser findet. Oder ich kann euch nochmal eine Zeichnung zeigen, um zu sehen, wie ich eigentlich arbeite, wenn es nicht... Und Stefan sagt, also noch 28 Minuten, jetzt wird es spannend, was jetzt kommt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an mit dem T-Shirt. Ja, ist, glaube ich, besser. Können wir gerne machen. Okay, dann machen wir das jetzt. Da zeige ich euch mal, also es ist ein realer Job. Ich habe da einen Brief für bekommen, für das T-Shirt von Everpress. Ich habe die ja schon erwähnt. Ich habe auch eine kleine Website von denen offen. Könnt ihr das sehen? Genau, die machen ganz coole Shirts und Collaborations. Also schreibt die auch gerne an. Die sind immer auf der Suche nach neuen... genau, nach neuen Illustratoren, haben auch gute Leute dabei, oft auch Charity-Veranstaltungen. Jetzt hatte ich bei einem mitgemacht zum International Women's Day, wo dann die Funds gespendet werden. Genau, also das ist praktisch unser Boss jetzt gerade und dann kriegt man einen Brief, den würde ich jetzt einfach mit euch teilen, also es wäre simuliert, wie wenn ihr die Anfrage bekommt. Das ist jetzt ein Special, das heißt Berlin Takeover. Everpress sitzt in London und macht so eine spezielle Runde für Berliner Künstler. Das heißt, man macht eine All-Berlin-Setup von verschiedenen Illustratoren, die aus verschiedenen Bereichen kommen, auch Typografen manchmal, und fragen eben hier, ob man da mitmachen möchte. Es geht eigentlich nur darum, seinen eigenen unique Style auszudrücken. Also wir sind thematisch komplett frei, was auch challenging sein kann. Und die T-Shirts werden gesiebdruckt später. Hier sind nochmal die Specs, was wir brauchen.
Genau, 350 mal 400 mm als PNG oder AI-File. Leider kann man nur frontal vorne oder hinten drucken, nicht auf die Sleeves oder an die Ecken. Und dann sieht man hier ein paar Beispiele, wie das vorher gelaufen ist, genau. Und Stefan sagt, wow, gibt es da kein NDA von denen? Nee, Nö. die sind locker. Und Aigun, Frage, warum nicht in After Effects bauen statt in Photoshop? Da gibt es doch auch 3D-Ebenen. Das Ja. stimmt. Da bin ich aber ein totaler Neuling. Also das müsste ich noch lernen. Ja. Aber natürlich, man kann sich in allem noch mal richtig professionell ausbilden. Ich bin jetzt wirklich aus so einem experimentellen Blick als Illustratorin eigentlich, komme ich da dran und probiere ein bisschen wild rum. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall viel noch auszubauen. Und da bin ich auch dran. Also ich habe jetzt auch einen AR-Programmierkurs im Sommer. Und es macht mir voll Spaß, mich da weiterzuentwickeln. Dimension auch jetzt frisch seit 2 Wochen. Also ich fühle mich so, als fängt jetzt so ein neues Level an und das macht Spaß und ist natürlich erstmal langsamer und ein bisschen holpriger als Dinge, die man so jeden Tag löst. Genau, ich habe hier die Datei schon angelegt, habe mir einen Color Code rausgesucht. Das mache ich eigentlich immer so. Ich weiß, man kann auch das über die Libraries machen, aber ich benutze eigentlich nur die Maus, selten Shortcuts, mache alles relativ wild. Das ist das Format von unserem Shirt. Wir könnten jetzt nochmal bei Adobe Stock ein T-Shirt-Design holen, dass wir so eine Art Mockup-Preview machen können. Können wir eigentlich gerade machen. Stock, Shirt, White. Gucken wir mal, ob da was Schönes im Angebot ist. Ich finde immer, mit Modellen ist es besser. Stefan sagt, wird das wie ein AR-T-Shirt jetzt? Wir arbeiten wirklich gerade an einem mit EverPress. Das dauert aber noch. Ja, weil wir hatten die Idee, man könnte das theoretisch verknüpfen mit der Uhrzeit vom Telefon und dann hätte der Charakter auf dem Shirt ein verschiedenes Zeitempfinden. Also morgens ist er vielleicht müde Ah, und dann könnte wow. man das Shirt als Uhr benutzen. Also es würde eine Indikation für die Zeit geben. Aber es ist ein bisschen komplex. Aber wir sind wirklich in Gesprächen und gerade am Und Samuel Verhandeln. sagt, sehr cool, ich wohne in Berlin und werde zu deiner Vernissage am 26. Ja! April, Ja, ja, April, komm. kommen bei Nordsommer, Nordsonne. Nordsonne. So North Sun, also Nordsonne. Genau, das ist auf der Oranienburger Straße. Ich bin auch ein bisschen gespannt, wie das wird, weil alles, was ich bestellt habe, wird relativ last minute angeliefert. Und Samuel sagt, auch mit everpress.com mitmachen, super Nadine, sehr wertvoller Stream für mich. Okay, Danke super. dir, Samuel. Dankeschön. Ja, wie ihr seht, es ist ein bisschen, wie sagt man, ist ein bisschen wilder als sonst und nicht so, geht vielleicht nicht so geradlinig um ein Design, was man umsetzt, aber das spiegelt ganz gut meine Residency ja, wo man sich einfach in ganz viele neue Richtungen umschaut, weiterbildet und dann eben mit ganz viel neuem Input an die Sachen rangeht. Genau. Okay, das ist eigentlich Okay, jetzt Aigun, im. die 3D-Objekte hat sie in Photoshop einfach extrudiert durch Genau. das 3D-Menü. Genau. Und Extrusion from Layer. als OBJ Auswählen. exportiert. Genau, das ist wichtig, dass Dimension und auch Arrow das lesen können. Bei Arrow ist es immer weiß, das heißt, wenn man eine andere Struktur möchte, muss man das in Dimension praktisch dem eine andere Verhältnismäßigkeit geben. Genau, jetzt gucke ich mal kurz, habe ich das bei Downloads jetzt? Wahrscheinlich nicht. Ah, Stefan meint, das deutschen liebstes Thema wäre auch cool mit dem Wetter auf dem T-Shirt. Ja, das ist auch eine Überlegung. Man kann das mit der Wetter-App auch verknüpfen und dann hat der Regen und genau. Ja, Ist Nordsonne, Oranienburger Straße. Oranienburger Straße. Genau. So, ich glaube, jetzt müsste es hier sein. Ja, da ist es doch. Ja, Motu, das kann man auch nachhinein anschauen. Ups. Das ist alles hier auf adobelive.com durch die Replays und natürlich auch auf dem Adobe Deutschland YouTube-Kanal alles gespeichert. Für die Ewigkeit, Nadine. So, Lizenzen. Ja, vergessen. Download angefordert. Jetzt. Und Julie84 meint, wo machst du den AR-Programmierkurs? Würde das auch gern lernen. Ja. Ja, das heißt Aurora in Berlin. Und das sind Programmierer, die geben so eine Art Summer Schools mit verschiedenen Schwerpunkten. Im Moment nur auf Deutsch. Und ich habe jetzt einen für Programmierung für Artists gemacht. Das ist also speziell dann für Ausstellungen oder Displays, wenn man in den Raum geht. Aber sie haben auch AR für Produktpackaging oder sowas zum Beispiel. Also da Aurora heißen die, genau. Und das wäre jetzt das erste Mal,
Aber ich bin gespannt. Also, und die sind sehr freundlich und man hat auch dann einen Arbeitsplatz dort praktisch, wo man zur Beratung hingehen kann. Also, wenn ich ein spezielles Problem habe, könnte ich auch nach dem Kurs dann hingehen und sagen, Counseling hier, wie verknüpfe ich das mit, weiß ich nicht, der Datenbank des Kunden oder wie gebe ich dem Zugang zu bestimmten Möglichkeiten und so weiter. Also, genau, das ist eigentlich ganz Und ja, gut. und Samuel meint auch unglaublich, unsere ganzen Möglichkeiten ist echt wie eine andere Welt verglichen mit Wahnsinn. selbst der meiner älteren Cousins und so. Ja, ich glaube, im Moment ist es für Kreativität Es ist super. unglaublich, Ja, jetzt passiert total es viel. passiert total viel. Ja. Und es gibt auch immer mehr Arbeit Und im kann kreativen ich das nicht Feld, nehmen? weil Kreativität ist Na gut. eine der Sachen, die Artificial Intelligence und Machine Learning nicht machen kann. Ja, das bestimmt. Und es passiert halt alles jetzt gerade. Also wenn man im Moment einfach dabei ist, kann man total viel für sich mitnehmen. Genau. Und jetzt könnt ihr theoretisch auch Input geben, weil jetzt wären wir einfach in der Gestaltungsphase. Also ihr seht einfach jetzt das Projekt von null. Ich hatte auch überlegt, ob ich irgendwas mitbringe, wo ich schon Skizzen zu habe. Aber ich hatte ein bisschen gesehen, ein bisschen gestalkt bei meinen anderen Kollegen jetzt die nächsten Tage, dass die praktisch sehr ins Detail gehen und ein Artwork übersetzen. Und ich dachte, ich mache vielleicht wirklich, Kann wie ich da eine sagt man, Schere haben? ja. Ja, weil die Christian fragt. Die Ja. sind alle hier auf dem Boden. Genau. Abgeschnitten. Genau, also ja, die Idee war jetzt einfach, dass ich das von null starte. Ich habe keine Skizzen, keine Überlegungen dazu, nichts. Praktisch nur die Datei, wie ihr das seht. Aber hast du eine Idee oder? Kommt jetzt gerade. Ah, okay, Mal die kommt. schauen. Okay. Ja, genau. Also ich arbeite nicht so, dass ich mir das vorher am Reißbrett irgendwie vorbereite, sondern intuitiv, wie eben beim Scherenschnitt, übersetze ich das jetzt auch in Illustrator und arbeite eigentlich genauso. Ich nehme jetzt vielleicht ein paar Figuren auf, die wir analog geschnitten haben und fange jetzt einfach den Prozess an. Ich zeichne auch da relativ wild einfach mit dem Pen drauf los, hole mir immer hier die Farben ab und dann geht es auch direkt ans Eingemachte. Genau. Und ihr könnt mir gerne Input geben, was ihr denkt, was cool auf dem Shirt wäre, weil der Brief vom Kunden ist halt sehr frei. Also es ist Ja, also einfach. Ideen geben. Wir machen auch morgen weiter. Wir haben jetzt nur noch Genau. fast so ungefähr 12 Minuten Ja, zusammen. aber so seht ihr das. Aber was ist, ja, Samuel, auf alle Fälle ein sehr guter Zeitpunkt, um jetzt zu leben. Also ja, kreativ zu leben auf alle Fälle. Ja. Weißt du, wir als Kreative vergessen wir immer, dass es auch ganz viele andere Welten geben, Ja, wie die total. Mathematik und Das stimmt. Philosophie und Man aber ist so in seinem Channel, ja, das ja. stimmt. Aber ich glaube, das ändert sich jetzt. Die Leute sind irgendwie durch mit nur noch alles konsumieren. Man möchte wieder Fragen stellen, gefragt werden, irgendwie auch gefordert werden. Man hat irgendwie genug gesehen und gehört. Und eigentlich finde ich, fehlt es jetzt wieder, dass man ja eine neue Challenge hat und wirklich sagt, okay, ich muss mir dazu Gedanken machen. Ist es ethnisch problematisch, wenn ich bei VR zum Beispiel ein Dinosaurier bin und ich hatte einen Schwanz und der wird mir abgeschossen und ich habe Schmerzempfinden für diesen virtuellen Schwanz, den ich nie hatte, zum Beispiel. Also da gibt es Studien zu, dass wenn man ein Tier oder so im VR ist, dass man das Gehirn das abspeichert als Körperteile und dann, da gibt es ganz viele auch ethnische Diskussionen, die es noch zu führen gilt. Und ja, also das ist auf jeden Fall auf vielen Ebenen super spannend. Und eben nicht nur Dekoration oder ja, ach, wir machen das halt hübsch und dann holen wir einen Fotografen oder weiß ich nicht und dann macht der das irgendwie, dass das gut aussieht, sondern das ist wirklich, ja, also ein Teil unserer Gesellschaft auf vielen Ebenen und es ist eigentlich schön, da mitgestalten zu dürfen, finde Ja, ich. zum Glück waren so Sachen wie Second Life nicht in VR. Kannst du dir denken, wenn das in VR gewesen Ja, wäre? das wäre krass. Oh je. Ja, ihr seht jetzt, ich mache einfach drauf los. Das dauert dann 1, 2 Stunden und ich mache einfach ganz viele Designs hintereinander, kombiniere die dann vielleicht, lösche Sachen wieder daraus. Das ist dann so relativ, ja, einfach skizzenhaft. Das ist eigentlich wie ein digitales Skizzenbuch und die Ideen kommen mir dann Stück für Stück und werden dann wahrscheinlich umgesetzt. Ich habe irgendwie. Samuel sagt, Idee zum Earth Day, 22. April, ein Design. Oh Kein ja, Earth Plastikmüll Day. mehr. Ja, das ist super. Ich als Plastikkünstler. Ja, Ups. Plastik. Nee, ich nehme jetzt mal ein anderes Gelb. Irgendwie ist mir die Farbe ein bisschen zu suppig.
Ja, gute Idee. Marco fragt, meinst du ethisch? Also die Fragen kommen eben so 30 Sekunden nach Ja, dem. genau. Habe ich das falsch gesagt? Das kann sein. Ich bin immer noch ein bisschen nervös wegen euch. Nimmt es nicht übel, wenn ich mich manchmal verplapper. Oh, Genau. Julia Zieger. Hallo, Julia. Julia in the house. Nice, hallo. Und Danke wie fürs gesagt, hier auf Zuschauen. adolive.com ist auch unser ganzes Programm für die nächsten 2 Tage. Und oh, ein Visitor ist gerade angecheckt. Das ist sehr wahrscheinlich die Jamila Knopf, die um 12 Uhr hier mit dem Chan setzen wird. Ja. Jamila und ihre Illustrationen. Fantasie und Realität mit Jamila Knopf. Ja, das wird Und um 2 super. Uhr ist es mit Lorena Lammer, also Amaretta ist ihr Künstlername. Um 2 Uhr. Und dann um 16 Uhr ist da Christian Gerhardt mit seiner Fotografie Licht und Schatten. Noch viel wird noch passieren heute. Ja, ich denke auch. Und halt schön auch, dass es so gemischt ist. Also ich arbeite ja auch ganz anders als die anderen beiden. Und es ist immer ganz schön zu sehen, wie verschieden man aber in einem Beruf eigentlich sich verhalten kann. So, Earth Day, mal gucken. Vielleicht machen wir dann mal. Ja, ich finde, Earth Day ist eine gute Sache. Vielleicht nehme ich das wirklich als Aufhänger. Ich hatte mir, ups, das auch so gedacht, dass ihr da ein bisschen mitbestimmen könnt. Auch gerade morgen. Ich meine, jetzt haben wir so ein bisschen alles durcheinander gemacht, dass ihr erstmal so einen Eindruck bekommt, wie ich arbeite. Aber wir können auf jeden Fall morgen, wenn ihr Lust habt, kommt ihr einfach wieder in den Stream und dann besprechen wir einfach, wie die Sachen aussehen sollen. Können da wirklich so ein Hands-on Community-Projekt draus machen. Das finde ich eigentlich immer ganz schön. Ja, und Marco meint, das Thema Earth Day wäre auch ja wirklich interessant, wenn du zum Beispiel Altplastik verarbeitest, falls das möglich ist. Ja, Ja, anstatt die zu kaufen, das stimmt. wirklich. Aber die ersten habe ich wirklich geschenkt bekommen. Das war so eine Riesenkiste, habe ich bei Kleinanzeigen zu verschenken und habe das bestimmt 2 Jahre benutzt. Also genau. Das ist jetzt nur so, wenn halt kurzfristig ein Kunde was Bestimmtes will, dann muss ich eine bestimmte Farbe haben. Das ist schwieriger. Aber ja, wäre natürlich noch Ja, nach besser. dem Motto, was man wegwirft, kann man ja auch recyceln und als Ja, Kunst verwenden. Ja. total. Kunstmüll quasi. Ey. Ja, ganz so schlimm ist es noch Sag nicht. mal, ja, biologisch abbaubarer Plastik für Verpackungen und so, jetzt auf VR umgestalten. Die ganze Konsumgesellschaft, ja. Genau, nur VR-Verpackungen. Es gibt kein Plastik mehr. Ja, nein. Genau, das finde ich ganz cool. Wenn ich die So. Banane angucke, ist sie dann in einer Plastikhülle drinnen, Genau, ja. aber nur in Aber nur da. Augmented Reality. Ja. Ist ein bisschen. Genau, also das wäre jetzt zum Beispiel eine erste Ideenskizze, dass jemand halt den Globus so als Sphäre trägt und vielleicht ein bisschen besorgt ist. Genau. Ja, also so entstehen dann die Ideen. Ich dachte mir, das ist vielleicht interessant, weil gerade diese Ideenfindungsphase ist auch das, was so am abstraktesten ist, wozu es auch wenig Tutorials gibt. Also es gibt immer viele Tutorials, wie benutze ich diesen Brush, wie extrude ich das. Aber ich finde auch interessant, darüber zu sprechen, wie entsteht eine Idee für eine Illustration oder ein Konzept, wie kann man das umsetzen, was funktioniert, wie kommuniziere ich das mit dem Kunden. Also da würde ich gerne auch morgen nochmal den Fokus setzen. Und dann machen wir eigentlich nur, ups, nur die Shirt-Designs und wissen dann eigentlich ganz gut Bescheid, wie man die Ja, selbst Julia, das kommt alles noch und dann geht niemand mehr vor die Tür. macht. Wie bei Surrogates, ja. Hallo. Da kommt schon die Ablöse praktisch. Jamila in the house. Ja. Ja, so vielleicht. Okay, gut. Ich bin jetzt hier noch so ein bisschen am Tüfteln, aber ihr seht schon, das ist jetzt der Anfang einer Und Idee. Amaretta in the house too. Ja. Und Chan hat endlich seinen Kaffee getrunken. Ist auch Chan in dabei. the house, der hat aufgehört zu arbeiten und das kommt jetzt hierher. Ja, endlich. Heiß erwartet. Naja, genau. Es ist so ein bisschen wappenartig geworden, aber das finde ich jetzt nicht so schlecht eigentlich. Genau. Können wir nochmal hier so ein paar Glow-Punkte einfügen. Genau. Jürgen, ja. Viele in diesem Chat gehen schon jetzt nicht mehr vor die Tür, Julia. Stimmt. Nein. Ja, so schlimm ist es nicht.
Ich glaube, wir haben halt den Riesenvorteil, eine große Community zu sein, die sich einfach austauschen kann, und sollten das viel mehr benutzen. Also für Sorgen, für gegenseitigen Support, für, weiß ich nicht, Zweifel an Entwicklungen. Also da ist auf jeden Fall Luft nach oben, sich noch mehr auszutauschen. Das habe ich auch jetzt im Residency-Jahr total geschätzt, dass man einfach wirklich mit Spezialisten sich direkt austauschen kann und sollte. So, ist ein bisschen Outer Space geworden. Na gut, ja, das war jetzt auch die letzten 5 Minuten. Sei mal in Mind, Unverpackt, ein Supermarkt in Berlin macht es vor. Völlig ohne Plastik, Verpackungen. Stimmt. Unglaublich tolles Statement, zu was machbar ist, wenn man will. Ja, ja, das stimmt. So. Ja, ich würde sagen, das erste wäre jetzt hier so eine Art Worried Space Cowboy. Wäre vielleicht eine erste Richtung. So, zum Beispiel. Und genau, von meiner Arbeitsherangehensweise habt ihr es ja gesehen, es ist relativ simpel und direkt. Ich arbeite nicht mit aufwendigen Layern oder Brushes, sondern mache das eigentlich so direkt, wie es kommt. Und finde, das hat dann auch eine ganz gute Dynamik, die Sachen eigentlich wieder in den Scherenschnitt hin und her zu schieben und neu zu denken. Genau, also so wird morgen auf jeden Fall den ganzen Tag gebaut und gebastelt mit eurer Hilfe. Ja. Und dann kriegen wir was Gutes zusammen. Ist hier das Adobe Rot? Nee, es klappt sogar. Ja, wow. Das klappt. Oh, das Rot klappt. Wow, dann nehmen wir ein besseres Rot. Ja. Okay, super. Und Marco fragt, gibt es deine Sticker auch als 3D-Objekte, zum Beispiel auf Handyhüllen? Oh, wäre das möglich? Ja, das also. Cool. Also, wenn man das drauf klebt, ja? Dann funktioniert das schon. Ja. Dann brauchst du nur ein zweites Handy, weil du ja nicht deinen genau, eigenen ja. Rücken filmen kannst. Aber du kannst es einem Freund dann zeigen und der könnte das auch filmen. Das geht auf jeden Fall. Ich habe das mal auf Schuhen probiert. Das sah ziemlich cool aus. Also, ich habe so ein, vielleicht ein Gespräch mit einem Schuhhersteller, dass man so eher auf dem Schuh hat, weil wenn man das Handy öffnet, ist der erste Blick sind eigentlich die Füße. Also wir arbeiten auch so ein bisschen mit dem, wie verhalten wir uns mit der Technologie. Das ist auch sowas, da denkt man nicht drüber nach, aber es stimmt ja. Man macht das Handy auf und einfach durch die Blickrichtung schaut man sich eigentlich auf die Füße. Und es wäre gut, wenn man da ein AR-Component vielleicht schon mal hat, der sagt, guten Morgen oder hier sind deine To-Dos. Oder wenn du jetzt rausgehst, nimm einen Schirm mit. Also da passiert viel super Spannendes. Auf jeden Fall. Mal hier ein bisschen mehr Farbe ins Gesicht. Hallo Benjamin. Benjamin Sterzenbach war letzten Monat mit uns. Ah, sweet. Ja. Hallo. Etwas spät dran, ja, du bist am Ende von Nadine. Aber ja. Nadine ist ja noch die zwei nächsten Tage mit uns, Mittwoch und Donnerstag. Und dann ist ja schon Ostern. Ja, das stimmt. Und es war auch die Session jetzt war auch so ein bisschen für euch als Einführung, wie das Residency-Jahr auch war, was die Creative Residency ist, wie man experimentell mit Illustration arbeiten kann, welche Perspektiven es mit VR, AR, anderen Programmen gibt. Das war auch so ein bisschen so ein bunter Strauß an, das kann man machen. Und morgen wird es dann auf jeden Fall wie jetzt hier mit dem Shirt, also direkt um ein Projekt gehen. Und Christine sagt, dann freue ich mich AF morgen. Ja, okay, super. Ja, ich aber hoffe, dann sagt, oh, mein U klemmt, ja. Aber AF auf Englisch, ja. Auf morgen, ja, danke schön. Ja, ich hoffe, euch hat das auch was gebracht, weil es ja ein relativ unübliches Format ist für live. Aber ich dachte, das passt zu mir und würde mich total freuen, wenn ihr Lust habt, die nächsten 2 Tage nochmal zuzuschauen und vielleicht das Shirt auch zu gewinnen. Genau, das Shirt verlosen wir am Freitag, am Freitag, ja, Donnerstag. Und morgen eben das Patch. Und wie gesagt, Nadine, danke, das ging ja super, schnell vorbei wieder. Geschafft. Okay. Und warte, ich tue mal da stand das nächste Bild rein. Ihr bleibt alle hier. In ein paar Minuten geht's weiter mit Jamila und dann um 2 Uhr bin ich mit der Lorena dabei und dann um 16 Uhr mit Christian Fotografie. Okay. Ja. Die sieht man ja. Okay, cool. Okay. Danke, dass ihr da also, wart. Tschüss, bis gleich. Bis dann. Bleibt alle hier. Tschüss.